MTV präsentiert dir eine schöne Bescherung mit fettes Brot. Sei mit dabei, wenn die drei Hamburger mit dem Monsterbass ihre Hometown rocken. Das beste Weihnachtskonzert gibt's am 22. Dezember ab 20 Uhr live aus Hamburg und nur bei MTV. Fettes Brot live. Derber, die Boxen nie klingen. Infos auf mtv.de/connect. Ja gut, Land allerseits bei MTV Live. Mann, 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 Herrschaften, es ist nicht irgendein MTV Live heute. Es ist die Übertragung des größten Fettes Brot-Konzert aller Zeiten. Das größte Fettes Brot-Konzert der Welt steigt hier in den nächsten Stunden und ihr seid live dabei. Es ist der Tourabschluss vor 13.000 Leuten in der Colorline Arena in Hamburg. In so einer großen Halle haben Fettes Brot als Headliner noch nie gespielt. Und sie haben uns eine unglaubliche Revue versprochen mit Überraschungsgästen und allen Pipapo. Ich bin extrem gespannt, was hier heute Abend passieren wird. Und gleich geht's los. Bin der festen Überzeugung, dass auch der Konferencier des Abends, Heinz Strunk, noch richtig Würze reinbringen wird. Und ich schalte jetzt direkt runter zu ihm an die Bühne. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum größten Fettes Brot-Konzert der Welt. Live aus der Colorline Arena Hamburg begrüßen Sie den Moderator des heutigen Abends, Heinz Strunk. Ja, liebe Freunde, ich hoffe, ich darf schon Freunde sagen. Erst einmal ein riesengroßes Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Dampfer der guten Laune, der jetzt ablegt, hoffentlich auch mit euch an Bord. Vielleicht fragt ihr euch ja, was ein Moderator auf einer Hip-Hop-Veranstaltung zu suchen hat. Ich darf es kurz erklären. Fettes Brot gilt ja allgemein als eine der innovativsten Formationen im deutschsprachigen Raum überhaupt. Und ihren großen Erfolg haben sie unter anderem dem Umstand zu verdanken, dass sie sich in regelmäßigen Abständen immer wieder neu erfinden. Und so auch heute. Sie werden heute hier in der ausverkauften Colorline Arena das erste Mal ihr niegelnagelneues Showkonzept präsentieren. Es handelt sich dabei um einen kompletten strategischen Turnaround bzw. einen operativen Relaunch. Und damit euch diese Showlokomotive nicht gleich komplett überrollt, bin ich hier engagiert worden, um dieses neue Konzept in dürren Worten kurz zu skizzieren. Ihr seid es ja gewohnt, dass normalerweise Fettes Brot ihr Programm in einem einzigen zusammenhängenden Block spielt. Dieses starre Korsett soll jetzt allerdings aufgegeben werden, zugunsten einer flexiblen Lösung. Und zwar ist es so, dass die geniale Idee ist, einen Schulterschluss zwischen Tanz- und Unterhaltungsmusik und dem altbewährten Konzept. Das heißt, mit anderen Worten, Fettes Brot werden am Anfang nur zwei kurze Stücke spielen, dann gibt es eine Tanzpause und dann wieder zwei Stücke und dann wieder Tanzpause bis ca. 22 Uhr. Ab 22 Uhr spielen sie dann auch schon mal drei bzw. vier Stücke bis 0 Uhr. 0 Uhr ist eine etwas längere Pause. Hey Leute, check it out, buddies! Es wird sehr lang. Pass auf, hey Leute, Contenance.
um 24 Uhr gibt es eine etwas längere Pause. Da ist draußen im Foyer niedersächsische Hochzeitssuppe mit selbstgedrehten Klößen aufgebaut. Und dann gibt es nochmal einen allerletzten Abschlusstest bis 2 Uhr. Und dann geht es aber ohne Zugabe ins Bett. Pass auf, aber das zweite und noch bahnbrechender ist, dass Fettes Brot heute Abend letztmalig unter dem Namen Fettes Brot überhaupt auftreten wird. Und zwar deshalb, wir haben es alle in den letzten Monaten gespürt, der Name ist irgendwie verbraucht, abgewirtschaftet und runtergeranzt. Und es bedarf einer kompletten Neuerfindung. Jetzt ist es so, auf euren, und das Ding ist, dass ihr aber über den neuen Namen von Fettes Brot abstimmen dürft. Es ist so, dass auf euren Eintrittskarten unten links in spiegelverkehrter Spezialschrift 3 Vorschläge aufgemalt sind. Vorschlag A, Spotlight. Wenn ihr also wollt, dass Fettes Brot ab 01.01.2006 Spotlight heißen, dann bitte Vorschlag A ankreuzen. Wenn ihr der Meinung seid, Vorschlag B ist besser, Vorschlag B ist Tiffany's, dann kreuzt bitte Vorschlag B an, oder? Oder wenn ihr Vorschlag C, den ich persönlich am besten finde, ist Rastis Showband. Wenn ihr also wollt, dass Fettes Brot Rastis Showband heißen, dann bitte Vorschlag C. Und nachher beim Rausgehen in dafür vorgesehenen Sammelcontainern eure Eintrittskarten stecken. Und dann wollen wir mal sehen, was es gibt. So, das Jahr 2005 ist das erfolgreichste Jahr in der Karriere von Fettes Brot überhaupt. Und deswegen haben wir einen kleinen Einspielfilm vorbereitet. Und jetzt wollen wir noch einmal einer kurzen psychedelischen Retrospektive dieses vergangene Jahr Revue passieren lassen. Just a second! Der Satz, der mir spontan, mir Björn Beton, zum Jahre 2005 einfällt: Es ist manchmal zu viel, aber niemals genug. Fettes Brot! Fettes Brot! Herzlich willkommen, Fettes Brot! Hallo! Lass die Finger von Emanuel an! Mal wieder ausgetrickst! Hier sind Fettes Brot mit Emanuela. Und hier sind sie mit Emanuela. Das Jahr war, was unsere Band angeht, mit Highlights gespickt. Na klar, der Videodreh in Südafrika war schon mal ein Hammer. Für den Clip düsten Fettes Brot nach Kapstadt, warfen sich in traditionelle afrikanische Uniformen, heuerten den dazugehörigen Spielmannszug an und marschierten mit den Musikern über Stock und Stein. Da haben wir auf jeden Fall gesagt, Fettes Brot ist wieder da. Ah, ah. Extra Party und fettes Brot, heute hier bei TRL und zwar extra groß. Kann der Penner ruhig behaupten, unser Rap ist tot, denn im Wald geht es jetzt erst los. Yeah. Also es hat uns selbst überrascht, wie viele Leute davon sprachen, dass sie einen schlimmen Ohrwurm von Emanuela hatten. Das haben wir die meisten mitgekriegt, was damit passiert ist. Nummer 1 in Österreich war es, Top 3 in Deutschland, Gold gegangen, der größte Hit, den wir dahin hatten. Bester Song, meine lieben Freunde, fettes Brot mit Emanuela. Also wir waren schon echt oft nominiert für einen Kometen und ich glaube, das war jetzt das 4. Mal oder 5. Mal und wir sind immer leer ausgegangen und waren schon echt gepisst und hatten auch keinen Bock mehr hinzugehen. Oh, die finde ich auch gut. Wir haben dann auch tatsächlich auch noch einen Komet gewonnen und nicht nur einen, sogar 2. Die sind so süß. Fettes Brot! Bester Song des Jahres und der beste Band. Ist es jetzt unsympathisch, wenn ich sage, das ist eine Genugtuung, dass wir ihn endlich mal gewonnen haben? Vielen Dank, Leute! Danke an alle, die uns gewählt haben! Vielen Dank! Wenn wir an Tagen wie diesen performt. Sowas kann uns nicht passieren. Und was wäre, wenn ich fand, es sah geil aus. Und Pascal war ein geiler, schwarzer Racheengel. So, ihr kleinen Scheißer. Schön, dass ihr alle da seid. Ihr werdet es nicht bereuen. Und ihr seid nicht alleine. Wir kommen. Okay, Leute. Mein Job ist hier eigentlich auch schon an dieser Stelle zu Ende. Ich darf mich für Ihre Aufmerksamkeit herzlich bedanken, denn in wenigen Augenblicken wird jetzt hier Fettes Brot die Bühne entern. Heinz, hier ist die Regie. Wir haben ein klitzekleines Problem. Der Beginn wird sich noch ein bisschen verzögern. Wieso das denn? Heinz, wir arbeiten dran. Sei so nett, überbrücke einen kleinen Augenblick. Danke. Ja, verstehe ich jetzt nicht. Was ist denn los da bei euch? Heinz, mach bitte was. Wir arbeiten dran und ich muss dich bitten, jetzt die paar Minuten einfach noch zu überbrücken. Dankeschön. Gott, oh Gott. Ich kann aber nur einen einzigen Text überhaupt, den ich hier vortragen könnte, auswendig, und der Scheiße. Ja, oh Mann, mach das was, ist wir brauchen noch ein paar Minuten. Dankeschön. Also das Einzige, was mir einfällt, ist so ein totaler Scheißtext, den ich mal gemacht habe. Und
Ich weiß auch nicht, was hier los ist, aber auch egal. Es sind auch keine Instrumente hier vorhanden, deswegen muss ich das am Schellenkranz machen, weil das Einzige, was hier vorhanden ist. Es ist ein dramatisches Psychogramm über eine menschliche Spezies, die sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten in den modernen Industrienationen, aber auch in den Tigerstaaten explosionsartig vermehrt hat. Es handelt sich um den sogenannten Computerfreak. Ich werde das hier ohne Netz und doppelten Boden mit dem Schellenkranz machen. Also, check it out. Ich hoffe, es geht gleich los. Ich kann nichts dafür. Computerfreak, Computerfreak, lebst du in deiner Welt? Hackst mit dicken Fingern in die Tastatur. Computerfreak, Computerfreak, abgeschottet, ausgesperrt. Suchst im Chat Erlösung und findest nur dich selbst. Wirklichkeit und Fantasie verschmelzen zu ein Klumpen aus virtueller Masse und binären Codes. Versklavt am Arbeitsspeicher hockst du in deiner Butze. Essen tust du nur noch, um zu überleben. Computerfreak, Computerfreak, ungewaschen, klebrig, Emotion Shock gefrostet, verheddert in der Maus. Computerfreak, Computerfreak, von Megahertz zu Megaschmerz, ist das nun das Leben, was du wirklich willst? Yeah! Abhängig von Updates, Augen gerendert, ungelenkt dein Körper, Sklave deiner Zeit. Ja, da geht's anscheinend im Moment ein bisschen drunter und drüber. Ihr seht MTV Live aus der Colorline Arena in Hamburg. Der Tourabschluss von Fettes Brot vor 13.000 Leuten. Und weil es hier so groß ist, haben sich Fettes Brot anscheinend verlaufen auf dem Weg zur Bühne. Oder sie sind noch busy oder sonst irgendwo hängen geblieben. Jetzt ist Heinz Strunk in der misslichen Situation, dass er hier ein paar Minuten überbrücken muss. Aber Heinz Strunk, ein ganz großer Entertainer, der wird das Ding schon schaukeln. Ich gehe jetzt einfach wieder runter auf die Bühne und gucke, was er da so veranstaltet. Wie sieht's aus? Geht's los? Heinz, es gibt leider noch nichts Neues. Ich muss dich bitten, noch einen Moment durchzuhalten. Dankeschön. Das ist scheiße, ich kann echt nicht mehr. So, mir fällt nichts mehr ein. Ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb, deswegen würde ich sagen, ihr seid gefragt, nicht nur nehmen, sondern auch mal geben. Ich würde deswegen dafür plädieren, dass vielleicht irgendjemand aus dem Publikum, der Bock hat, irgendwie einen vorweihnachtlichen Beitrag hier auf der Bühne performt. Wir machen das mal so. Ich würde mal sagen, das Licht macht mal so einen kleinen Lichtkegel. Und auf wen der Spott denn ruhen bleibt, der kommt auf die Bühne und muss irgendwas machen. Zwangsverpflichtet. Nicht so lange. Ach, guck mal, süßes kleines Mädchen. Das ist ja toll. Hallo, wie heißt du denn? Mathilda. Und hast du auch einen Nachnamen oder nicht? Ja, Keck. Ah, Mathilda Keck. Sag mal, und Mathilda, was hast du denn, hast du irgendwas vorbereitet, ein Lied, ein Text, ein Weihnachtsstück? Ein kleines Liedchen in C-Dur. C-Dur, okay, dann komm mal mit. Ey, Mathilda, dein Applaus. C-Dur ist eine einfache Tonart, deswegen werde ich sie auf dem Akkordeon versuchen, ein bisschen zu begleiten. Zwei Arme, zwei Beine und Kopf sowieso. Ganz unten hat er noch zwei Füße und in der Mitte einen Po. Was macht der Mund? Der Mund macht Sprech, die Nase macht Schnauf, der Magen knurrt. Und was macht der arme Po? Will auch mal singen im Chor. Manchmal und manchmal auch mal, manchmal auch nur, dafür auch manchmal. Wenn der Po ist schlecht gelaunt, dann klingt es meistens so. Wenn der Po ist fröhlich, dann klingt es eher so. Das ist der Po, der liebe Po, da musst du immer sein. Der Po macht, wenn er ist froh, er hält zu dir, so oder so. Pupse kann man unterscheiden in vier verschiedene Arten. Spitztierchen, hör gut zu, fertig, gut, wir starten. Die Nummer 1 von allen Pupsen ist
der braune Bremser. Der Bremser hat einen Schweif dabei, wie ein Palästinenser. Der nächste Hups in unserem Lied kommt. Toll! Eine großartige Revue, Herrschaften, falls ihr später zugeschaltet habt, befragt euch, was geht hier denn ab? Ihr seht MTV Live, Fettes Brot aus der Colorline Arena in Hamburg. Die Jungs verspäten sich anscheinend ein bisschen, haben sich irgendwo verlaufen. Und jetzt macht Heinz Strunk, bekannt von Studio Braun und aus der legendären Viva-Show Fleischmann, und dieses kleine Mädchen ein bisschen Programm. Und das ist wirklich ein ganz herzzerreißender Song. Das Pupslied, Donnerwetter, gleich zurück auf die Bühne. Macht ganz laut und riecht nach Rix, bringt dafür viele Lacher. Der Po macht manchmal und manchmal auch mal. Manchmal auch nur, dafür auch manchmal. Wenn der Po ist schlecht gelaunt, dann klingt es meistens so. Wenn der Po ist fröhlich, dann klingt es eher so. Das ist der Po. Po, da musst du immer gut zu sein. Der Po macht froh, wenn er ist froh. Er hält zu dir, so oder so. Er hält zu dir, so oder so. Spitzenmäßig! Das hat mit Weihnachten zwar nicht viel zu tun, aber egal. Taylor, gehst du wieder da? Ich glaube, du wirst wieder in die Menge geleitet. So, Frage, obligatorische Frage an die Regie, wie sieht's aus? Heinz, wir sind dran, wir arbeiten mit Hochdruck, aber ich kann dir noch nichts Neues berichten. Leider musst du noch eine Sekunde weitermachen. Ja, dann machen wir es wie eben, bitte wieder Lichtkegel und jemand kommt auf die Bühne. Los, ab. Schnell muss es gehen. Da hinten so zwei ältere Typen. Das sind zwei ältere Sauftypen. Gibt's doch gar nicht, die kenne ich doch. Ey Leute, nach einem kleinen Mädchen jetzt zwei ältere Sauftypen auf der Bühne. Interessante Mischung. Ey, gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Heinzer! Oh Mensch, halt. Das sind John und Mark von Wir sind Helden. Gibt's doch überhaupt nicht. Das ist ja, ich brech zusammen, der hier heute Abend alles im Publikum ist. Wahnsinn. Unglaublich, wa? Was ein Glück, dass hier eine Blockflöte und eine Gitarre rumstand, ja, du. Und wir holen heute unseren Kometen selber. Mal gut, dass bald Weihnachten ist. Hört man uns. Seid ihr gut drauf? Wir haben euch ein Weihnachtslied nicht vorbereitet. Eins, zwei, drei, vier. Ihr seid sehr gut. Aber ich glaube, ihr seid nicht nur wegen Weihnachten hier, sondern auch wegen Rap. Oder? Rap? Thank you.
Butter, schmier das Butter. Und yeah. In Berlin klaut der Agro. Oh. Heinz Kuhlmann ist schon lange Brot. Brot. Wenn's fett wird, wird es Fälle. Brot. Ey, 1A, Spitzenperformance. Solidarische Geste. So, wie geht's weiter? Regie bitte. Heinz, wir sind ein Stückchen weiter. Ja. Wir haben gerade eine Live-Schaltung zu den Broten und die spielen wir dir mal eben ein. Bitte schön. Hallo Hamburg, wir sind Fettes Brot. Es tut uns so wahnsinnig leid, dass wir immer noch nicht da sind, aber wir kommen, wir kommen. Leute, wir können nichts dafür, wir stehen hier in so einem verkackten Stau. Es müsste gleich weitergehen, glaube ich. Bitte habt einfach Geduld, wir sind gleich da und dann kann das Konzert losgehen. Wir freuen uns drauf. Bitte, bitte, habt Geduld, wir sind gleich bei euch. Bis gleich. Ja, genau, im Stau. Gleich sind sie da. Mann. Jetzt, aber Gott sei Dank haben wir so einen Spitzenkonferenz hier und Gott sei Dank haben wir auch zufällig ein paar Leute im Publikum, die große Fans von Fettes Brot sind und hier mal kurz die Klampfe in die Hand nehmen und ein Ständchen anstimmen. Sehr gut fand ich Retter in der Brot. Was habe ich da gerade gehört? Smudo, gleich wieder runter, der ist auch da. Sagenhaft! Heinz, ich habe gehört, du hast Probleme, Fettes Brot ist nicht da. Ich habe ja, auch was... Ich schwimme total, deswegen bin ich auf deine solidarische Unterstützung ganz besonders angewiesen. Ja. Du hast bestimmt auch was vorbereitet, schätze ich mal. Ja, ich habe was vorbereitet. Hobbymäßig, neben Musik, bin ich ja ein Zauberkünstler. Ach, tatsächlich? Und ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, dass ich ein bisschen überbrücke, indem ich einen kleinen Zaubertrick vorführe, oder? Ist das in Ordnung? Und zwar habe ich dazu meine bezaubernde Assistentin Petra, die dich in diesen Zaubermantel hüllen wird. Und ihr habt schon gesehen, Pauli 4-3 oder was? Das ist aber auch ein sehr sympathisches Ergebnis, weil meine Lieblingszahl 4 darin vorkommt. Ihr wisst, 4-3, Zauberkünstler müssen immer ablenken. Deswegen mal ein kleines Foto noch von euch. Als Erinnerungsbild für mich. Hey, warte mal. So, vielen Dank. An dieser Stelle erwarte ich allerhöchste Konzentration, nicht nur von Heinz, sondern auch von euch. Bitte Stille, absolute Stille, sonst verwirrt mich das, sondern geht das nicht. Und zwar wird es Licht zu mir drehen, bitte. Und zwar wird Heinz jetzt auf meine Hand gucken und in eine tiefe Trance verfallen. Und jetzt fliege, mein Vogel, flieg! Vielen Dank, Dankeschön! Wie hat er das gemacht? Smudo memt hier den David Copperfield. Ein Spitzentrick, unglaublich. Aber hey, was haben hier die Brote für Vorbands, wenn man so will? Ein Kind, das ein Pupslied singt, wir sind Helden. Smudo von Fanta 4, bin gespannt, was jetzt passiert. Gleich runter auf die Bühne. Bitte begrüßen Sie mit einem Riesenapplaus den beliebtesten Stadtteilverein der Welt und Hertha BSC-Besieger FC St. Pauli! Sie sollen
Ey, super, vielen Dank. Der erste ist St. Pauli. Ich habe gerade Zeit von der Regie gekriegt. Es geht jetzt, scheint jetzt endgültig loszugehen. Ich darf mich verabschieden, Leute, und viel Spaß wünschen. Hoffentlich holt ihr die euren Kamellen aus der Schule. Na, das wär noch cooler, ey, du super. Wir sehen gut aus wie immer, ihr seht gut aus wie immer. Wohin man guckt, nur coole Macke, heiße Frauenzimmer. Alles genau wie immer, und es ist jedem hier klar. Das will niemals aufhören, ihr seid im Haus wie immer. Wir sind im Haus wie immer, und heute Abend brennt die Luft, das sollt ihr aufflimmern. Alles genau wie immer, und es ist jedem hier klar. Dass wir jedes Haus burnen. Das ist nun mal so. Sowas wie hier findest du nicht im Fundbüro. Und auch nicht auf dem Karstadt und Klo. 100 Pro. Das findest du nur bei unserer Show. Mach mal Lärm für die Mutter aller Partybands. Mindestens so
fröhlich wie die Cardigans. Ich würde gerne wissen, was du gerade denkst. Ob du weißt, wo du heute abhängst. Und morgen dein Abend schreibt. Und morgen eine Message an all deine Freunde und sage, sie müssen noch kommen. Und versichere ihn glaubhaft am Telefon, du hättest keinerlei Drogen genommen. Schick sofort eine Message an all deine Freunde und sag ihnen, sie müssen noch kommen. Und versichere ihn glaubhaft am Telefon, du hättest keinerlei Drogen genommen. Wir sehen gut aus wie immer, wir sehen gut aus wie immer. Wohin man guckt, nur coole Macke, heiße Frauenzimmer. Alles genau wie immer und es ist jedem klar. Das wird niemals aufhören. Ihr seid im Haus wie immer. Wir sind im Haus wie immer. Und heute Abend brennt die Luft, das sollt ihr aufnehmen. Alles genau wie immer. Und es ist jedem klar, dass wir jedes aufhören. Aber die Party schon lange vorbei, wir waren alle noch stundenlang da. Sie kannten sie nicht, doch sie tranken zusammen und sie fühlten sich ganz wunderbar. Freunde, was heute passiert ist, redet man noch in ein paar hundert Jahren. Was sie lange verliehen, mit denen gemacht hat, sie gar nicht mehr. Die Party schon lange vorbei, wir waren alle noch stundenlang da. Sie kann sie nicht, nur sie tanzt zusammen und sie fühlt sich ganz wunderbar. Von dem, was heute passiert ist, geht immer noch in ein paar hundert Jahren. Es kann mich verliehen und Kinder gemacht, die gaben mich damit in den Namen. Aber die Party schon lange vorbei, wir waren alle noch stundenlang da. Sie kann sie nicht, nur sie tanzt zusammen und sie fühlt sich ganz wunderbar. Von dem, was heute passiert ist, geht immer noch in ein paar hundert Jahren. Es kann mich verliehen und Kinder gemacht, die gaben mich damit in den Namen. Hamburg! Einen wunderschönen guten Abend! Tag zusammen! Sind da noch ein paar gekommen? Okay, das meiste ist Gästeliste, das wissen wir. Aber schön, dass ihr da seid. Wie geil ist das denn? Habt ihr gesehen, da oben sind auch noch welche? Ganz oben. Ich glaube, es hängen noch ein paar unter der Decke. Ich würde sagen, es ist ja... überwältigend. Wir haben es ja knapp geschafft, doch noch rechtzeitig hier zu sein, sag ich mal. Bevor die Leute wütend geworden sind, sag ich mal, haben wir es im letzten Moment geschafft. Wir haben ein bewegtes Jahr hinter uns und waren viel unterwegs, so auch diesmal. Und sind gerade noch rechtzeitig hier in die Colorline Arena gekommen. Wer von euch hatte denn so die weiteste Anreise? Ja, alle. Lurup zählt nicht. Stelle zählt auch nicht. Eine steht. Da oben sehe ich Hannover, okay. Australien. Was ist weiter? Australien oder Hannover? Wo liegt Australien? Nee, die kommen Australien. Australien. Alright. Okay, Freunde. Wir haben uns vorgenommen, am Anfang der Show, um die Aufregung ein bisschen zu drosseln, möglichst viel Quatsch erzählen. Und dann euch zerrocken. Ist das in Ordnung? Okay, dann kommen wir jetzt zum zweiten Tagesordnungspunkt, meine Damen und Herren. Nämlich ein Song, der zufälligerweise ein bisschen von mir handelt. Um ehrlich zu sein, handelt ausschließlich von mir. Wie sollte es anders sein? Es dreht sich um meinen Familienname. Der heißt Lauderbach. Und ich grüße meine Mutter ganz herzlich auf diesem Wege. Und es geht wie folgt. Aufgewacht, hier kommt Lauderbach. Lauder, 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 Lauderbach. Lauder, 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 Lauderbach. Lauder, 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 Lauderbach. Schrei doch zurück, wenn du dich für lauter hältst. Lauder, 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 Lauderbach. Lauder, 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 Lauderbach. Lauder, 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 Lauderbach. Was ist denn lauter? Du hast dein Leben lang gelernt, nicht so laut zu sein, dich einzureihen. Aufzufallen. Nun ist es an der Zeit, sich mal aufzubäumen, draufzuhauen und die Scheiße endlich rauszuschreien. Also mach Platz, bitte aus dem Weg, Mann. Wir reißen das Maul auf, bevor wir überlegen. Wir springen mit dem nackten Arsch ins Gesicht. Ihr sagt, vielen Dank. Ich sag auch dafür nicht. Oh. Dann höre ich euch wieder jammern, dass das kein Verhalten mehr. Sonst egal, Mann, ihr könnt eure Ratschläge behalten. Yeah! Lauda, 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 pa! Lauda, 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 pa! Lauda, 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 pa! Schrei doch zurück, wenn du dich für lauda hältst! Lauda, 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 pa! Lauda, 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 pa! Lauda, 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 pa! Was ist denn? Ich
stell euch hinten an und wir drängen uns vor. Wir schreien durcheinander hier wie Engel im Chor. Wir gehen einfach weiter, auch wenn der Stopp steht. Wer ist es wohl, der am lautstärksten Knopf dreht? Also hebt eure Hände in die Luft, wenn ihr wollt, dass ich jede dieses Ständer rauswerfe. Denn er meint ja, genug sei genug. Und ab 22 Uhr und das immer Lautstärke. Wo will es herkommen, die Vorschriften mehr und der ganze Leben lang. Dann werde ich Schluss, hört's auf, geh ihn ab, du gehst raus, weil es tanzt auf dem Vulkan. Ja, 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 lauter, 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 lauter Bach. Lauter, 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 lauter Bach. Lauter, 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 lauter Bach. Schrei doch zurück, wenn du dich für lauter hörst. Lauter, 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 lauter Bach. Lauter, 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 lauter Bach. Lauter, 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 lauter Bach. Weil es gibt, viel lauter. Und er hört mich auf der Kraft. Boris lauter Bach. Keiner kann hier heute einfach leise entkommen. Wir haben euch alles am als Geisel genommen. Sogar von beiden ist es falsch, immer nachzuerkennen. Denn alle stehen in Flammen und belassen im Brett. Wir wollen Rabatz auf Schnaps und zwar kalt und klar. Hände hoch, was geht da? Hamburg, Aldona! Lauda, 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 Bach! Lauda, 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 Bach! Lauda, 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 Bach! Schrei doch zurück, wenn du dich für lauda willst. Lauda, 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 Bach! Lauda, 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 Bach! Meine Damen und Herren, dieser sympathische Schreihals hört auf den Namen Boris Dieter Sigmund Lauterbach. Yeah! Für Sie heute Abend. Alles klar, Nico. Geschätztes Publikum, wie ist die Stimmung? Gut? Dann seid ihr hier an den richtigen geraten. Es könnte sein. Mein lieber Herr Jeton. Ja. Merci. Liebe Freunde. Doch nicht für. Ich möchte mit dem nächsten Stück zur Versöhnung beitragen. Oh. Oh. Große Ansprüche. Ich möchte. Sind St. Pauli-Fans hier im Haus? Yeah. Und wo sind die HSV-Fans? Doppelnennung, wie ihr wisst, okay, sind ausnahmsweise möglich. Ich möchte jetzt, dass jeder St. Pauli-Fan zu einem HSV-Fan geht und ihm auf die Hand, Lunge, ihn auf Lunge küsst. Vorher aber noch ihm die Hand reicht und ihm sagt, es tut mir leid, dass wir den Pokal gewinnen, aber dafür werdet ihr deutscher Meister. Und davon gab es einige in unserer kleinen Gemeinde. Alles so Typen, bei denen ich nicht gerade beliebt war. Ganz besonders der eine hatte mich auf dem Kieker. Ich versuchte stets dem Problem aus dem Weg zu gehen. Aber diesmal hatte ich ihn wohl zu spät gesehen. Es dauert eine Weile, bis ich das begreife. Zack! Gab es eine astreine Backpfeife. Ach scheiße! Ich nahm die Beine in die Hand, bin den halben Heimweg gerannt. Jetzt bloß nicht zu weinen anfangen, bis er auf einmal wieder vor mir stand. Mein Feind und ich im strömenden Regen, in irgendeinem schönen Leben hätte es hier eine Versöhnung gegeben. Aber deinen Namen, den vergess ich nie. Mike, du weißt schon wie. Es ist 1989 und endlich hatte ich das Gefühl, die Zeiten besserten sich. Taylor Soul war in der Stadt und noch lächelte ich. Doch gerade deshalb hätte ich nach der Show fast in die Fresse gekriegt. Da waren sie wieder, die meisten meiner Freunde. Und diesmal war ich Gott sei Dank nicht alleine. Wir sind die Poets of Peace, unser Flow ist noch mies. Aber die Hosen hängen tief wie bei den großen MCs. Ich hatte meine eigene Hip-Hop-Band. Wir rocken jede Jam wie die Bekloppten. Da war immer fleißig auf der Suche nach Gleichgesinnten. Die standen meist weiter hinten, waren gar nicht so leicht zu finden. Leider waren nämlich Quinten verboten und wir waren nur dämliche Provinzidioten. Zu dieser Zeit dachte ich auf meinen ersten Feind. Not enough MCs, too many mics. Too many Benny mics.
zum Trinken. Aus Boris wurde Fettes und aus Fies wurde Brot. Klar ist der Name bekloppt, aber wir lieben ihn so. Denn alles ging jetzt ziemlich schnell. Und zwar nach oben, wie jeder weiß. Der vielleicht tollste Job der Welt. Im sympathischen Kollegenkreis. Ich kann tun, was mir gefällt und krieg davon auch noch Geld. Ist ja eigentlich ganz egal, was ein anderer davon hält. Ey Martin, der disst dich, so ein super Arsch. Sag mal, das ist ja genau der Co-Rapper von Walking Lars. Der mir auf Tour dann noch sein Demo vorgespielt. Von dem ich nur um Ohr behielt, es hätte sein Schwanz lutschen sollen. Ich fand's nicht so doll, jetzt ist er wohl beleidigt. Nehmt den Mund ganz schön voll, das schenkt mir echt gewaltig. Ich hatte Rache, Fantasie, für dich Gefängnis verdient. Aber Digga, ich hab dir längst gesehen. Die meisten meiner Freunde könnten meine Freunde sein, nur die meisten meiner Freunde halten nichts von solchen Träumereien. DJ Pauli! Alle sind der Meinung, eigentlich ist es Wahnsinn, Lieder wie diese rauszubringen. Alle, jetzt bist du dran. Früher war viele Spaß, Freude nehmen viele Ernst. Frage mich, wo soll das enden? Wir glauben so stark an die Hip-Hop-Kultur. Ohne Hass, ohne Stress, ohne Schlägerei. Bo, bo! Falls du weißt, was ich meine. Schlupf und schreit, bo, bo. Trinkt noch einen Schlupf und schreit, bo, bo. Bitte macht was kaputt und schreit, bo, bo. Homi, sieh mir zu, mach's nach, schreit, bo. Werft die Feinde durch den Schlupf und schreit, bo, bo. Trinkt noch einen Schlupf und schreit, bo, bo. Bitte macht was kaputt und schreit, bo, bo. Homi, sieh mir zu, mach's nach, schreit, bo. Die meisten meiner Feinde sitzen unter an, alle bei Batman, Mike Kuddel und die anderen heftig am Letzten. Sie sagen, dass ich überhaupt nicht rappen kann. Und Reinhard bietet seinen Gästen Sekt an. Ich werd wieder wach und seh mein wahres Problem, dass die ganzen Typen mich da gar nicht erwähnt bin. Nicht mehr Männerliste der wackesten Szene. Doch ich bemerke, wie ich mich danach seh. Alle dissen sich jetzt öffentlich mit Morddrohungen auf MTV. Und wer der erste Rapper erschossen, bin ich mir sicher, das enden die. Die Beerdigung im Hip-Hop-Mausoleum. Und rechtzeitig zu Weihnachten an die fette Auferstehung. Die meisten meiner Feinde machen sich kalt, werden abgeknallt. Alle Rapper links und rechts von mir explodieren. Stirbt die ganze Konkurrenz, heißt das in letzter Konsequenz. Übrig bleibt nur einer und zwar, haha! Ich will's nicht sagen, Kuddel, sing es für mich. Dr. N. Hamburg City! Und jetzt das Ganze von rechts nach links. Und jetzt dasselbe von links nach rechts. Jetzt alle durcheinander. Vielen Dank. Vermutlich habt ihr es mitbekommen, Weihnachten steht vor der Tür, meine Damen und Herren. An und für sich eine total gute Idee, für mich jedes Jahr ein großes Problem. Und ich habe mir jetzt wegen des Weihnachtsfestes tatkräftige Unterstützung geholt, meine Damen und Herren. Von den wundervollen Sänger und Sängerinnen, die wir hier heute Abend haben, möchte ich die bezauberndste von allen nach vorne holen, meine Damen und Herren aus der Schweiz. Die großartige Emel, meine Damen und Herren. Hallo. Hi. Und wie jedes Jahr, Emel, zu Weihnachten, meine neue Bundeskanzlerin. Wie jedes Jahr frage ich dich, was wünschst du dir zu Weihnachten? Eine bessere Welt. Okay. Meine Damen und Herren, Emel und Björn Beton singen für Sie jetzt Cooper. Cooper, Cooper, Cooper. Yeah. Ich hatte dich gefragt, was wünschst du dir zum Geburtstag, worauf du mir gestern sagtest. Du hast nur einen Wunsch, wenn du diese Welt betrachtest, dass sie besser wird, das wäre echt fantastisch. Das schenke ich dir, sogar etwas Selbstgemachtes.
Nun sieht es aber so aus, dass man für Gerechtigkeit kein Gelaber mehr braucht. Wir machen eine Revolution wie auf Kuba hier. Ich regel das schon, da sagtest du zu mir. Du bist nicht Che Guevara, Berlin ist nicht Havanna, oh. Und der Kudamm nicht der Malecón. Das ist doch hier nicht Kuba, kein Beton. Aber super wäre das schon. Wird das gestürzt, das System bei der Revolution. Das ist doch hier nicht Kuba, kein Beton. Aber super wäre das schon. Wird das gestürzt, das System bei der Revolution. Ich begann zu ahnen, ich brauch einen Plan. Mit Bäume pflanzen wär das nicht getan. Die Leute müssten einfach eines verstehen. Unser kleines Problem ist dieses Schweinesystem. Das sagte ich Passanten, so entstanden gleich erste Sympathisanten im Bekanntenkreis. Ich glaube vom Asylanten bis Fabrikant weiß bald jeder es schon. La Revolution. Auf Handzetteln in Fußgängerzonen, auf Plakaten in Großbuchstaben hatte ich geschrieben, ihr seid eingeladen. Am Freitagabend bitte weiter sagen. Treffpunkt ist der Kudamm. Shit. Wenn die Revolte was für dich ist, dann kommst du besser mit der U-Bahn. Bleiben wir realistisch und fordern das Unmögliche. Sei kein Buhmann, hört sich das gut an. Du bist nicht Hannes Wader, was du singst ist nur Gelaber. Warum machst du keinen Party-Song? Yeah. Sing. Das ist doch hier nicht Kuba, Bian-Beton. Oh, oh. Aber super wäre das schon. Yeah. Wird es gestürzt, das System bei der Revolution. Oh. Das ist doch hier nicht Kuba, Bian-Beton, sondern Hamburg. Aber super wäre das schon. Oh. Wird das gestürzt, das System bei der Revolution. Bei der Revolution. Wenn alle Leute kommen, die dieses Land verändern wollen, haben wir doch schon gewonnen. Ich glaub daran, so viele träumen davon. Dann folgt Björn Beton in die Einkaufsmeile. Da steh ich nämlich schon seit einer Weile. Warte, dass jemand kommt, aber bleib alleine. Überraschenderweise stehst du plötzlich vor mir und sagst ganz leise. Das ist doch nicht so ein Drama. Wir üben das ein paar Mal. Eines schönen Tages klappt das schon. Kommt schon! Das ist doch hier nicht Kuba, Bian-Beton. Nee, nee. Aber super wäre das schon. Ja, ja. Wird das gestürzt, das System bei der Revolution. Das ist doch hier nicht Kuba, Bian-Beton. Nee. Aber super wäre das schon. Wird das gestürzt, das System bei der Revolution. Bei der das ist doch hier nicht Kuba, Bian-Beton. Aber super wäre das schon. Wird es gestürzt, das System bei der Revolution. Das ist doch hier nicht Kuba, Bian-Beton. Aber super wäre das schon. Wird es gestürzt, das System bei der Revolution. Liebes Hamburg, singt mit uns mit! Emanuela! Yeah! Wir singen Emanuela! Emanuela, wir singen Emanuela. Te quiero, mama, te quiero. Emanuela, standing at the bar with a cute. Wir singen Emanuela. Yeah. Emanuela, wir singen Emanuela. Von Liebe weißt du nix. Dich haben deine Gefühle mal wieder ausgetrickst. Du hältst dich für gefährlich, doch siehst nicht die Gefahr. Das hier ist die Geschichte von Emanuela. Wie tiefer du willst, sieh wie das geht. Viel tiefer als alles andere jemals zuvor. Im Wasser kommt Eis und auf einmal wird es kalt wie Trockeneis. Sie ist unglaublich, die Macht. Dich traurig, dein Style hilft auch nicht. Hau ab, sonst hast du alles verloren. Alle bitte glaube uns, so wie dir ging es hier schon tausend Jo. Lass die Finger von Emanuela. Lass die Finger von Emanuela. Alle Mädels, alle Jungs, ja. Dann ist nichts, was du nicht mehr. Finger von Emanuela. Lass die Finger von Emanuela.
Finger von Emanuela. Alle Mädchen, Jungs, ja? Deine Seele fühlst du nicht mehr? Jetzt sitzt du draußen auf der Treppe vor ihrem Haus, du kleiner Gangster. Lässig rauchst du Zigarette und wirfst Steine an ihr Fenster. Als du sie gesehen hast bei ihrem Viertelstraßenfest, ist bei ihrem Blick, der die Seite deine Nacht. Emanuela! 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 Lass die Finger von Emanuela! Lass die Finger von Emanuela! Alle Mädchen, alle Jungs, dann ist nichts, was du nicht mehr! 1, 2, 3 Monate nur zu Haus, Freitagnacht und du gehst mal wieder aus. Ein Fehler, wer steht da? Emanuela! Noch bevor es mit euch beiden angefangen hat, macht sie Schluss. Eure einzige Berührung bleibt ein kurzer Abschiedskuss. Er betet und hofft, dass sie ihn erhört. Er betet und hofft, dass sie ihn erhört. Er betet und hofft, dass sie ihn erhört. Was weißt denn du von Liebe? Dich hat deine Gefühle. Du hältst dich für gefährlich. Das hier ist die Geschichte von Lass die Finger von Emanuela. Lass die Finger von Emanuela. Alle Mädels, alle Jungs, dann ist nichts, was du nicht mehr. Emanuela. Emanuela. Okay, Hamburg, seid ihr bereit? Ich glaub nicht. Nee. Lass die Finger von Emanuela. Lass die Finger von Emanuela. Alle Mädels, alle Jungs, sag auf! Deine Sicht müssen nicht mehr vor! Emanuela. Emanuela. Kids, meine Damen und Herren. Viele von denen sind Außerirdische. Right, alright. Dankeschön. So, liebes Hamburg, folgendermaßen, ich meine, wir kommen aus dieser Stadt, aber es ist doch nochmal wichtig nachzufragen, wie sieht es denn aus mit der Libido hier in Hamburg? Und Moment, bevor ihr jubelt oder buht, ich möchte euch getrennt fragen. Erstmal die Mädchen, als Gentleman, der ich bin. Liebe Damen und Herren, egal, ob ihr aus Hamburg kommt oder vielleicht den weiten Weg auf euch genommen habt für dieses Konzert. Wie sieht es aus? Erotisch, alles im Paletti oder nicht so? 1, 2, 3. Gut, also ich rechne das mal kurz aus. Hier sind ca. 13.000 Leute, das sind 6.500 Frauen durchschnittlich. Ich würde sagen, 4.000 davon sind zufrieden bis, naja, bleibt mir nichts anderes übrig. Ich möchte jetzt mal die Jungs fragen, wie sieht es bei euch aus? Alles im grünen Bereich, sexuell gesehen? Ja, ja, ich würde gerne, aber ich weiß nicht, wann und wo. Da waren auch einige dabei, die richtig wütend waren, oder? Ja. Wut ist ja nicht schlecht. Kann doch irgendwas nicht stimmen bei euch im Bett. Die schlagen sich mit dem Playboy nachts auf den Penis. Wie schön, dass wir heute Abend wieder mal in unserer Heimatstadt sind. Wir werden das Problem hier ein für alle Mal lösen. Wir haben eine Befruchtungskanone über dieser kleinen Halle gespannt. Das Dach wird gleich geöffnet. Kennt ihr From Dusk Till Dawn? Ja. Nee, gar nicht wahr. Blade. Kennt ihr Blade? Ich wollte sagen, hab ich nicht aufgepasst bei dem Film? Oder bei dem nächsten Stück. Regnet das Elefantenhorn an der Naht von der Decke. Das ist der eklige Teil. Der schöne Teil
wird jetzt von der rechten Seite reinmarschieren. Unsere alte Französischlehrerin, Mademoiselle Icanat. Oh, und sie spielt nicht zufällig eine Quetschkommode. Das wohl erotischste Instrument auf der ganzen Welt. Und ich bin mir sicher, die knisternde Erotik wird sich auch hier weiter verbreiten. Ihr merkt es sicherlich schon in den Lenden. Lenden. Lektion. Ich dachte nicht einmal im Traum an, dass wir zwei heute so plaudern. Feuer ist gegen dich nur Raum an. Hast du noch ein wenig Zeit? Ein Blick von dir lässt mich erschaudern. Du küsst mich keine andere Frau. Yes, Gott! Yes, was heute Nacht sowas passiert, hätte ich nicht gedacht. Du hast befürchtet, ich gelacht, mich damit süchtig gemacht. Es ist zu wahnsinnig, wie du in ein Getränk nippst. Yes. Und du die Beste mit den Schenkeln bist. Dein wunderschöner Mund und deine Augen sind die Sünde. Damit hast du mich verschwindet, gibt es tausend gute Gründe. Dein Geruch macht mich wie ein Vogel im Flug. Gehst du dann auch an mir vorbei, hast du Drogen zu. Ich guck dich an, ständig dich und ein Kleid vor mir, du mir nie mehr los ist. Baby, ich bin bereit für deine Überdosis. Und dein Blick, wenn du es auf die Augen schließt, weißt, dass du das Ganze wohl da genauso siehst. Und außerdem ist der Rausch zu schön, um schon nach Haus zu gehen. Er ist ein heißer Kuss und mein Reißverschluss lächelst du um das, was du vor Bescheid gewusst. Ich dachte nicht nur mal im Traum dran, dass wir zwei heute so plaudern. Feuer ist gegen dich nur lauwarm. Hast du noch ein wenig Zeit? Ich mach das Fenster auf, krieg ne Gänsehaut. Schon nach kurzer Zeit eng vertraut, hast mein Verstand vollends geraubt. Mensch, ich glaub, ich denk zu laut. Gangsterbraut, du kennst dich aus, hast mir längst geschaut. Ich lass mich fallen und du fängst mich auf. Du weißt, was wir angefangen haben. Ohne Sinn zu verschwenden, wird ein spannender Abend. Und wie diese meisten, ohne wie sie latent, trag ich die Wiese auf Händen und was Moment, hier in diesem vier Wänden. Mach's dir bequem, wir kommen uns näher als nah. Wir werden sehen, um's genau zu nehmen, ist eh alles klar. Dies was unter uns, wie die kleine Kiste schlagt. Wir tun's weder für die Kunst noch für die Wissenschaft. Ui. Wir sind heute Nacht weit mehr als nur Bettgesellen. Wenn du später homisch bist, können wir Fett bestellen. Ich will sowieso nicht mehr kochen. Und ganz offen gesprochen, möchte ich jetzt mit dir poppen, wie in 900 Wochen. Wir sind zwei stahlharte Poschis im Viervierteltakt. Und gleich nach Mitternacht, beide splitternackt, weil dieser Abend eben doch zu schade für die Schwarze ist. Machen wir das, was besser als eine Tafel Schokolade ist. Ich dachte nicht einmal im Traum dran, dass wir zwei heute so plaudern. Feuer ist gegen dich nur lauwarm. Hast du noch ein wenig Zeit? Ein Blick von dir lässt mich erschaudern. Du küsst, wie's keine andere Frau kann. Ich glaube wirklich, du kannst zaubern. Mach heute Nacht, mach heute Nacht zur Ewigkeit. Wir melden mit einem Heimweh-Kompressor. Dr. Lenz? Ja. Ist es wieder so weit? Ich glaube, wir haben ein Problem. Boris, lass uns. Ich weiß, was du meinst. Björn Beton ist verschwunden. Lass uns durchstarten. Liebes Hamburg, lass uns einfach durchstarten. Ihr müsst jetzt ganz tapfer sein. Denn jetzt kommt etwas sehr, sehr Unschönes. Wir haben es nicht gewollt. Aber Björn Beton hat leider. Er hat die Dosis seiner Medikamente verändert.
ohne das mit uns abzusprechen. Und mit Korn runtergespült. Wir haben ein bisschen die Befürchtung, dass er eventuell eine Gefährdung für die Stadt Hamburg darstellen könnte. Schlimmer. Unter Umständen. Ich sehe hier viele amüsierte Gesichter. Das Lachen wird euch gleich vergehen, liebe Freunde. Habt ihr den Film The Gremlins gesehen? Wenn man die mit Wasser überkippt, ist das niedlich gegen das, was euch jetzt erwarten wird. Ihr kennt doch Björn Beton mit seinem Mördersong direkt vom Friseursalon. Come on, Björn, tell me on! Ich weiß ja wirklich nicht, wie es dir geht, doch wenn mir das Zeug noch mal bis hier steht, sag ich ab, ich hasse dies, ich hasse das, das, was sie mir täglich und zu Massen haben. Ey, wem sag ich das, ich könnte P's drüber schreiben und erst nach dem dritten Album fang ich an zu übertreiben. Denn es gibt genug Dinge, die man hassen kann. Genug Typen haben mich alle fast im Schrank. Ich mein Leute wie Rona Barnabas schön, bleiben leider erst ohne Zahnersatz still. Und weil ihr Spinner alle Stricher seid, könnt ihr mir den Buckel runterrutschen mit der inneren Sicherheit. Ey, genug davon, wisst ihr, was ich scheiße bin? Studenten, die wie Rentner denken, obwohl sie 30 sind. Mit zu guten Rat in meiner resoluten Art. Ich brauch echt einen Kassenbon in deinem Supermarkt. Ja, mein Schock, du ziehst das Ganze nicht so negativ. Du schaust aus, als ob der Laus dir über die Leber liegt. Bist du denn etwa so ein Typ, der das Zitter liebt? Gleich wird's dir besser gehen. Ich höre das Zitter. Es gibt so viel, was man hassen kann, das fällt mir leicht, merkst du gleich. Für mich zum Beispiel war das nur der erste Streich. Ihr könnt euch sicher sein, dass ich noch einiges auf Lager hab, das ich genauso hasse wie ein Schreibzug am Vatertag. Waldorfschulen, Bleik, Sellerie und Ränze. Herrenhand, Taschenstube, Schlüpfer und Ränze. Styropor, Stein und was hasse ich noch? Wenn du nur eine Tasse kochst und die Milch im Kaffee flockt. Ich hasse abgeschnittene Jeans und Hitlers Autobahn. Ich hasse Fußballteams, die gerne was als Autos sagen. Ich hasse durch die Straße Berlin, breit nach Hause fahren. Ich hasse alle, die Teens hassen und genauso fahren. Was ich auch nicht leiden kann, ist alte Rustikal. Diese großen Schuhe und aber ist egal. Kein Piringer überteuert wie Babyfell. Ja, Beton, du siehst das Ganze nicht so negativ. Du schaust aus, als ob der Lauf dir über die Leber liegt. Bist du denn etwa so ein Typ, der das Gezitter liebt? Gleich wird's dir besser gehen, ich hol das Negativ. Hör mir jetzt zu und glaub später, werde Zeuge des Verbrechens, hier spricht der Haupttäter. Da steckt was Wahres drin, laut Etikett und Aufkleber. Ich sag, was ich denk, bin und bleib mein Bauchredner. Ich hasse das und nach einem Liter Wein passen wir gemeinsam den kleinen Siedlerverein. Ey, was seht ihr da, siehst du den Bass weniger? Björn Beton, den Hassprediger. Uha, ich pack dir meine Sachen voll zu. Wir rocken jede Bühne, was machst du so? Ich esse meine Pasta, gelbe Pesto. Pauli bringt die Bühne in den Disco. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Was habe ich denn an? Moment. Dein Blau. Das haben wir gleich. Ich ziehe mich kurz um. Willst du noch was reparieren? Und, Leute, habt ihr alle noch was zu trinken? Das ist eine schlechte Frage, weil so viel. Ich habe auch so einen scheiß trockenen Mund. Ich glaube, das ist die Aufregung. Geht's euch gut? Ich möchte jetzt mal was loswerden. Und ich glaube, das ist der richtige Moment. Wo ich mich umziehe. Ja. Moment. Aber gleich. Du bist schmückendes Beiwerk, Björn. Wenn du dich umziehst, ist es immer ein guter Moment, mein Freund. Nein, es sieht folgendermaßen aus. Fettes Brothalle. Ich möchte nicht übertreiben, aber wahrscheinlich das beste Jahr der Bandgeschichte. Yeah! Vielen Dank. Wir haben, und ich möchte jetzt bewusst ein wenig angeben, unseren ersten Nummer 1 Hit in Österreich. Nummer 3 in Deutschland. Wir haben
unsere erste goldene Schallplatte bekommen. Für Emanuela. Wir haben 2 Kometen gewonnen. Wir sind GQ-Männer des Jahres geworden. Und Moritz? Wir haben die 1Live-Krone gewonnen. Nicht zu vergessen, wir haben heute Abend das Logo ausverkauft. Ja. Und ohne Scheiß, ich weiß, es klingt abgedroschen, aber wir wissen wirklich, wem wir das zu verdanken haben. Und zwar Leuten wie euch, die heute Abend ihre Ärsche in die Colorline Arena bewegt haben. Vielen Dank dafür. Es gab auch Zeiten, da lief die ganze Sache nicht so rund wie heute. Es gab Zeiten, wo wir bei unseren Bandbesprechungen unglaublich uns um Kopf und Kragen geredet haben, wo wir... Ich kann mich erinnern, wie du beim Nachhausegehen gesagt hast, was soll ich denn jetzt arbeiten? Ich brauche einen neuen Job. Ich kann doch gar nichts. Wir hatten Angst, pleite zu gehen, keinen mehr hochzubekommen und verprügelt zu werden. Verdammte Scheiße! Das kann schlimmer sein! Und das alles gleichzeitig. Das ist wirklich schlimm und in dieser Zeit... Und in der Zeit, wo es so schlimm war, haben wir Lieder geschrieben, um uns selber Mut zuzurufen. Und zu sagen, nein, fettes Brot, ihr schafft das schon. Bitte hören Sie. Deutschland schnarcht im Chor, egal, wir kicken Styles ungefragt ins Ohr. Mit dem Kopf überfüllt wie die Arche Noah. Ey, wir lieben diesen Scheißjob nach wie vor. Es ist ja gerade so manche, an diesem Saftladen ausgepresst wie eine Orange. Klar, schaut man sich da ein paar Fragen, 8 Jahre Showbranche. Ob wir es für jetzt geschafft haben, da ganz so manche, die uns neue Kraft gaben. Denn es gab Zeiten, da fühlte ich mich ziemlich zerrieben. Zwischen den, die mich hassen und den, die mich lieben. Ja, irgendwie klassisch in die Falle getrieben. Bis ich dann irgendwann dachte, da lass mich alles zufrieden. Meine Nein sorge ich sofort für begeistertes Geschrei. Die anderen halten mich für weiche, meiner sehe ich gescheitert sei. Wieder angeboren, gleich Streit, Drohung mit Keilerei. Der erste meint, was für ein Scheiß. Der zweite, was für ein geiler Style. Ja, man soll die ganze Kacke, wenn er Spaß auf der Strecke bleibt. Man jeden Tag wie irgend so ein Arsch um die Ecken steigt. Völlig geschafft, keine Kraft zum gerade machen. Fühlt man sich statt wie so ein paar nasse Badesachen. Klingt schlimm, was? Und wenn du dich jetzt daran erinnerst, war das ganze Ziel nicht im Sinne des Erfinders. Ich hätte den Überblick verloren und dieser Geister war. Obwohl die Dinge, die ich wollte, doch so einfach waren. Ja. Wenn's nach mir ginge, bräuchte ich nicht viel mehr als 4 Dinge. Raps mit Witz, die zu Papier bringen. Beats und Katscher wie eine Rasierklinge. All meine Leute, wenn ich ein Glas Bier trinke. Auf Hip-Hop, auf die Liebe, aufs Leben. Plus die Sterbegefühl und zwar hier drinnen. Auf mich, auf dich, auf jeden. Es kommt mir so vor, wenn ich S-Bahn fahre und daran erinnern werde, dass es fast noch gestern war. Als ich jeden Tag in Pinneberg für morgens untersinnig werde, auf dem Bahnhof stand. Dachte, dass alles immer schlimmer wird und alle planlos fanden. Bis ich checkte, Rap für mich entdeckte. Das war ein cooles Ding, ich fuhr nach Ostdorf, wo ich dann zur Schule ging. Mit dem Graffiti, wenn ich bei Dime auf seiner Bude. Ey, du musst verstehen, dass ich manchmal wie mein Bruder kling. Als man mich und Ole mit Pistole verhaftete, traf mich ein harter Schlag von Apparat, Vaterstadt. Die Soko, die sind sich ein einziges Foto. Mit 16 verschuldet hat mich jedenfalls gecheckt. Oh oh, das muss wohl Hip-Hop sein, doch ich stand bis zum Hals im Dreck. Weil sich der Teufel im Detail versteckt. Abenteuerlustig hat mich durchgekriegt, wie nach Salzgebäck. Doch es war echt ziemlich lustig in der Wurst. Fabrik in Heißweg. Alles weder stressfrei noch preiswert. Denk ich, als die S3 an der Wand vorbeifährt. Heute schreibe ich Text zum Beat. Statt am Ende mit der Krühler, dass auch der letzte sieht. Dass ich am Ende das Gefühl hab, es blieben ein paar Dinge gleich seit den ersten Tagen. Was ich daraus gelernt hab, willst du allen ernstes fragen. Es war nicht immer leicht, aber es fällt mir nicht schwer zu sagen. Ein Gefühl, das wir in unseren Herzen tragen. Ja, das Leben ist kein Wunschkonzert. Schon klar, in diesem Fall nur leider Grundverkehr. Als Beweis für das Scheiß hier zur Kunst erklärt. Ey, Prost auf die Musik, die uns Kunst ernährt. Es gibt nun mal nichts Schlimmeres als lamentierende Popstars. Also, denk mir doch Kopflast, raus aus der Rolle des Opfers. Wenn in die Läden ergehen, begrüßen jeden Kollegen, Kontakte reden. Und dann schock das, ja. Und sie ist heftig, unsere Lebensader. Kennt ihr schon Markus, unseren Unternehmensberater? Wenn der Kerl auf der Belletage ist, kann der so revolutionär, dass das System mal offiziell Arsch ist. Diese lahme Welt erhält 9 Anschwung. Junger Mann ist unser Fels in der Brandung. Jens dachte darauf, dass das Geld schon zusammenkommt. So überstanden wir gemeinsam jeden aus der seltsamen Wandlung. Denn mittlerweile kennen wir das Geschäft. Gehört von draußen, wer am lautesten klemmt. Doch Hip-Hop ist und bleibt ein flauschiges Netz. Nach dem Haufen Stress feier ich und meine Jungs sind raus und fest. Die Mädels sind am Schwung, die Typen sind am Posen. Da macht man eigentlich an, dass ich verdammt froh bin. Und jetzt eine Ansage von ganz oben. Ich will alle Füße sehen auf dem Tanzboden.
mehr als vier Dinge. Rap-Mails, die ich zum Papier bringe. Die zum Cutscharf wie eine Rasierklinge. All meine Leute, wenn ich ein Glas Bier trinke. Auf Hip-Hop, auf die Liebe, aufs Leben. Plus die Stärke für uns war hier drinne. Auf mich, auf dich, auf jeden. Show am Stock, streich deine Scheiße aus, Mann, auf den Rocker. Amos, der Pauli, Dinosaurier, 92er Baujahr. Ja, nein, auf die tolle Party. Oh ja! Wir machen schön an, auf dicke Hose wie Olivari. Und es geht eine dicke Lippe wie Lolle Ferrari. Martin, sag mal hip, sag mal hop, sag mal fettes Brot, oh mein Gott, don't stop. Sag mal, wie heißt es, Show, dann eine weiße Oberhemd. Kann es gut sein, dass deine Profi optimalisch ist? Oh! Denn es schlacht sich stumpf, wenn sie ganz weiter besteile. Wir machen die Nupf bei jeder weiteren Zeile. Das fragen wir kurz, wenn er auch weiter entfeile. War so alles bekannt und uns bezahlen mit Beide. Also! Keule! Denken wir über neue Fahrversätze, frohne Ohren, Feuer verbrochen und Schleudergang. So sieht das aus! Ja, auch wenn du die Wahrheit nicht ankannst. Vor uns ist jeder Lack voll, da kriegst du Schlaf an Blätter. Überall! Lassen wir die Kork schneiden und nicken. Denn hätten wir die nächsten in den einen Vertrieb. Und gerade bewegt mit Klops und Dicks und daheim verlegt. Wenn man eine neue Platte auflegt, wenn man auftreten und aufgeht, dann regnen alle um uns und dann haben wir es aus. Und wer bald ist,
Freiheit haben wir wohl den Schein, fragt sonst noch was. Freier Vogel mit Monster, was? Freier Vogel mit Monster, was? Saß auf der Straße und wir sehen euch das. Da kam die Polizei, fragte sonst noch was. Freier Vogel mit Monster, was? Hey, hey, Hamburg, sonst noch was? Hey, hey, Hamburg, sonst noch was? Hey, 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 Hamburg, sonst noch was? Meine Damen und Herren, das war Eastman! Yeah! Die bringt nächstes Jahr eine neue Platte raus und wir laufen raus! Yeah! Danke, dass wir heute Abend eure Gentlemaner sein durften. Danke! Okay, Hamburg, und wir gönnen euch nur eine kleine Pause, denn jetzt möchte ich einen tosenden Applaus hören für einen Mann, der an seinem Instrument der wahrscheinlich begabteste ist, den dieser Planet jemals gesehen hat. Und ich rede nicht von irgendjemandem. Nein, ich rede von motherfucking Arne Banane! Drei Typen, die gefährlich sind. Ein bisschen mehr Gelicht. Also gibt's von uns den geschmierten Butterbrötchen. Dann werde was ich komme, dann wird verwirrt von den Wörtchen. Drei Typen, die gefährlich sind, weil uns immer wieder ein bisschen mehr Gelicht. Also nehmt das hier, den dummen Schrott einmal. Selbstlos war genau, sonst keiner. Werden hier noch schön die Traufe da noch mal mehr Action. Wie werden wir mit Explosion, Musik und Sex drehen? Alter, was schreibst du denn denn? Das eigentlich hier voll, dann ist es sicher wie Jerusalem. Ja, hier dreht die drei gewaltbereite Bitches. Wie wir heute lernen, dass der ganze Scheiß gefitzt ist. Selbstlos, Rap, Musik und alle Mann, ich liebe das. Du willst nicht mit Spitze, weil du auf die Schürze hier hast. Alter, was ist denn los? Sag mal, wie siehst du denn aus? Es tut mir leid, du weißt doch auch, du hast echt leider nicht raus. Alter, was ist denn los? Warum bist du streng? Es tut mir leid, wie siehst du denn? Wenn ich brauch, es kommt alles weg. Drei Typen, die gefährlich sind. Weil uns immer wieder ein bisschen mehr gelingt. Also, gibt's von uns dick geschmiertes Butterbrötchen. Dann werde was zu kauen, dann wird verwirrt von der Sünchen. Drei Typen, die gefährlich sind. Weil uns immer wieder ein bisschen mehr gelingt. Also, nehmt das hier mit uns schwarz einfach. Selbst uns kommt genau und sonst keiner. Die Bette ist auf dem Fundament und Beton. Viele kennt ihr schon, aber wir kennen kein Pardon. Ey, sag mal, check's das. Wir sind eure lang vermissten Ritzers. Bei uns ist du, der ist normal, die Wahl zu getipsert. Hey, fangt ihr an zu staunen und hört nicht auf zu glotzen. Ihr meint, oh, oh, gottverdammte Ochs. Die sich benehmen wie Arsch nach Hochamerika. Zum Glück gibt es von eurem Platz für eine Familie. Fragt nicht, wer wir sind, weil das so derbe klingt. Ehrlich gesagt, ich hab lange schon niemand mehr, der so etwas Herrliches fertig bringt. Drei Typen, die gefährlich sind. Verkleidet Spieler, die Gärtner, die Termine verrückt. Drei Typen, die gefährlich sind. Weil uns immer wieder ein bisschen mehr gelingt. Also, gibt's von uns ein dicken schmierendes Butterbrötchen. Der will, was ich kaum noch hier verwirrt, Butterbrötchen. Drei Typen, die gefährlich sind. Weil uns immer wieder ein bisschen mehr gelingt. Also, nehmt das hier, ihr dummen Schrotteimer. Selbstlos, Rock, genau, sonst ja. Berlin ist eine Band, wie man keine zweite kennt. Wenn auch nicht in den Seilen hängt, wird gleich und gleich versenkt. Ist jedes vermeintlich ein, ein bisschen weit verletzt. Heimlich flammen und alle sind scheiße, mal die Scheibe weg. Das kann man doch bitte sehr heute wohl so nicht mehr bringen. Wie rappst du? 2005 und du kriegst das immer noch nicht ordentlich hin. Denn der ist nicht lässig mit deiner Braut, Plauder. Wenn dann just jeder Volker ist für sich ein Stoßsauger. Ein Auf und An ist Halleluja. Halleluja! Mit diesem unbegabten du Bruder. Du armer Loser! Versuch's mal als Krabbenbruder. Rennt nicht für deine Zukunft an, du Duster. Yeah, yeah! Drei Typen, die gefährlich sind. Hallo! Immer wieder ein bisschen mehr gelingt. Also, gibt's von uns den Spiel, den Boden wünschen. Der Wende, was ich kann, dann wird verwirrt, wo du wünschen. Drei Typen, die gefährlich sind. Hallo! Immer wieder ein bisschen mehr gelingt. Also, nehmt das hier, ihr dummen Schrott. Eine Banane an der brennenden E-Gitarre! Das war eine Premiere! Zum ersten Mal Pyro bei Fettes Brot!
Oh. Oha. Danke. Hä? Oha. Erwartet man dann nicht ein bisschen viel von uns? So, ihr Lieben. Das nächste Stück, was wir für euch spielen werden, ist von dem großartigen Rio Reiser. Du bist zu warm, ich bin zu kalt. Du bist zu jung, ich bin zu alt. Du bist zu arm, ich bin zu reich, du bist zu hart und ich bin zu weich. Ah, 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 ah. Du bist zu high, ich bin zu down. Du bist zu ernst, ich bin Clown. Ich bring dich runter, du bringst mich rauf. Ich mach mich weiter, aber du gibst nicht auf. Ah, 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 ah. Alles Schutt und Asche, alles Rauch und Staub. Hast du Glück, du bist das Größte. Ich bin bankrott, ich bin ein Teufel und du bist ein Gott. Du bringst das Geld rein, ich schmeiß es raus. Du gehst durchs Feuer. Mich. Ich bin verkrampft, du bist so frei. Du kommst 14:30 und nicht um 14:30. Herzlichen Dank. Moment mal. Scheiße. Lüde? So. Könntest du ausnahmsweise heute spielen? Ja. Danke. Lüde an der E-Gitarre. An der durchsichtigen E-Gitarre. Hamburg. Manche Menschen meinen,
Es bestünde kein Grund mehr zur Hoffnung. Doch! 1, 2, 3, 4! Er wurde morgen in der Zeitung gelesen, dass die Welt weit untergeht. Und die Zeitung war der Meinung gewesen, dass kein Mensch das überlebt. Das Verlängerung dieser reichen Sterne stecke mitten in der Pubertät. Deswegen versuche ich weiter mein Leben zu überleben und zu überleben. Ah, ja, yeah, yeah, yeah. Was in der Zeitung steht. Hey! 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 Ah, yeah, yeah, yeah. Und es ist mir egal, was in der Zeitung steht. Und die Zeitung war der Meinung gewesen, dass kein Mensch das überlebt. Doch ich bin immer nicht bereit zu sterben, stecke mit meiner Pubertät. Deswegen versuche ich weiter mein Leben zu überleben, kommt übers Leben. So, 3, 4! Ah, und es ist egal. Yeah, yeah, yeah. Ah, und es ist egal. Bitte sprich nicht mehr davon, aber komm, wir schaffen das schon. Immer wenn die Nacht an sich, immer wenn sie wacht, dann fragt sie sich, soll das alles sein, soll das alles sein, alles sein. Immer wenn der Tag an sich, immer wenn sie wacht, dann fragt sie sich, soll das alles sein, soll das alles sein, alles sein. Tagsüber ist sie Kellnerin, noch geputzt und gestern ist sie im Streit mit ihrem Sohn die Hand ausgerutscht. Und es tut ihr leid, sie weiß Bescheid, eigentlich macht sie sowas nicht. Doch sie kann den traurigen Blick nicht ertragen, wenn sie immer wieder zur Oma schickt. Sie will nur, dass es läuft für ihn, sie will, dass er mal Chancen hat. Denn sie hat echt die Jobs so satt, aus dem Scheiß-Annonzenblatt. Entschuldige, dass ich so selten da bin. Ich helfen kann bei deinen Hausaufgaben. Ich schaffe es auch wieder nicht zum Elternabend. Und du weißt ja auch, wie wenig Geld wir haben. Ich hoffe, du weißt, wenn ich könnte, dann würde ich gerne mehr Zeit mit dir verbringen. Aber mehr ist im Moment leider nicht drin. Immer wenn die Nacht an sich, immer wenn sie wacht, da liegt, fragt sie sich, soll das alles sein, soll das alles sein, alles immer wenn der Tag an sich, immer wenn sie wacht, da liegt, fragt sie sich, soll das alles sein, soll das alles sein, alles sein. Immer wenn die Last so drückt, dass sie daran fast erstickt. Wenn sie keinen Schlaf findet, fragt sie sich, soll das alles sein, soll das alles sein, soll das alles sein, soll das alles sein, alles sein. Nach einer Nacht ohne Schlaf liegt sie alles von
schon, aber klar, streicht ihrem Sohn nochmal das Haar. Erinnert sich doch, wie so ne ihn da. Schaut sie auf, schaut auf die Uhr, nimmt ihren Mantel vom Haken im Flur, öffnet das Schloss, geht aus der Tür, wie an jedem Tag, doch sie weiß jetzt wofür. Und egal was alle sagen, es geht an mir vorbei. Egal was sie erwarten, es geht uns zwei. Wenn's nicht immer leicht ist, dann soll es so sein. Auch wenn der Weg weit ist, ich geh nicht allein. Immer wenn die Nacht da bricht, immer wenn du wach da liegst, fragst du dich, wann soll das alles sein? Immer wenn du wach da bist, fragst du dich, soll das alles sein? Soll das alles sein? Alles sein? Immer wenn die Last so drückt, dass du daraus was erstrickst. Wenn du keinen Schlaf findest, fragst du dich, soll das alles sein? Soll das alles sein? Soll das alles sein? Soll das alles sein? Alles sein? Und im Radio die Sonne lacht so schadenfroh. An Tagen wie diesen niemand, der mir sagt, wieso beim Frühstück und beim Abendbrot die Fragen wurden so gnadenlos. An Tagen wie diesen. Was geht? Alles klar bei dir? Wie spät? Gleich 9. Okay, will man eben los, Frühstück holen gehen. Schalt die Wochen an, zieh die Haustür an, lauf die Straße entlang, bis zum Kaufmannsladen. Denn da gibt's die allerbesten Brötchen weit und breit. Kann am Lesen kurz mal lesen, was die Zeitung schreibt. Irgendwas für einen Großangriff und zähle die Bomben auf kleine Stadt. Viele Menschen ums Leben bekommen im Erdbogen gleich gemacht in nur einer Nacht. Ich zahle von Ast in den Bäcker, hör noch den Nachrichtensprecher. Lage wieder mal dramatisch verschlechtert, heute fantastisches Wetter. Plötzlich gibt's einen Knall, tausend Scherben überall. Die Nachbarskatze zerwischt man im Verkehr. Lernen wir, kann er mich die Laune verderben. Was fällt diesem Mist wie ein Ehe genau vor meinen Augen zu stellen? Absolute Wahnsinnsshow, Fernsehen und im Radio. Sonne lacht so schadenfroh. An Tagen wie diesen niemand, der mir sagt, wieso beim Frühstück und der Abendbrot Fragen wollen so gnadenlos. An Tagen wie diesen vom Hungertod nach Schätzung in der Unize. Während ich gerade Sonne Obst der Häcksel in der Muninex. Sehe ein Kind in dessen traurigen Augen gefliegen sind. Weiß, dass es echt grausam ist, doch scheiße, Mann, ich fühle dich. Was denn bloß los mit mir, verdammt, wie ist das möglich? Vielleicht hab ich schon zu oft gesehen, man sieht's ja beinahe zehn. Doch warum kann mich mittlerweile nicht mehr das mehr erschrecken? Wenn irgendwo Menschen erdreckig Wasser verdreckt. Dieses dunkle Gefühl, diese Leere im Kopf. Sowas kann uns nicht passieren. Und was wäre, wenn doch um mich zerreißen die Fragen? Ich kann den Scheiß nicht ertragen. Die haben nichts mehr zu fressen und ich am Stein im absolute Wahnsinnsshow, Fernsehen und im Radio. Die Sonne lacht so schadenfroh. An Tagen wie diesen, niemand, der mir sagt, wieso. Mein Frühstück und der die Fragen waren so gnadenlos. An Tagen wie diesen. Was hat der gerade gesagt? Das ist doch normal, Samstag passiert auf Bestätigung.
bestialische Art, ein ganz brutaler Anschlag, bei dem sechs Leute starben. Die Verletzten schreien Namen, diese entsetzlichen Taten lassen mich jetzt in der Staub. Und ich seh's noch genau, das Bild im TV, ein junger Mann steht dort im Staub, fleht und geht uns auf. Jetzt frag ich mich, wie ist es wohl, wenn man sein Kind verliert, noch bevor sein erster Geburtstag hat, doch das übersteigt seine Vorstellungskraft. Seit wann die Attentäter voll Hass zu den Gegnern, yeah. Gab es Liebe für Familie und sie waren sogar selber Väter. Manchmal, wenn ich nachts sehe, passiert mit mir etwas Seltsames. Denn auch wir sind Eltern jetzt, haben ein Kind in diese Welt gesetzt. Und dann kommt es vor, dass Angst davor Krieg, Krieg, dass uns etwas geschieht. Dass man den verliert, den man liebt, den man liebt, dass es das wirklich gibt. Mitten in der Nacht werde ich wach und bin schweißgebadet. Schleich ans Bett meiner Tochter, hör wie sie das gleiche atmet. Geiler Typ, meine Damen und Herren. Дамы и господа, через несколько секунд выйдет на сцену Штурмейчер. Слабонервных, беременных и детей просим удалиться из зала. Остальным лечь на пол и задержать дыхание! Durch Hamburg geht das, bleiben die Leute einen Augenblick lang ruhig stehen. Sie sehen uns an, fragen, was passiert, bis sie wissen, es ist Zeit, dass wir zusammen durchdrehen. Auf entlegenen Wegen, in verregelten Städten, nach vernebelten Fäden, in zertretenen Wegen, an beschädigten Wegen, auf ungezählten Planeten, in dem ich leben könnte. Schwule Mädchen, Schwule Mädchen, Sondereinheit, Schwule Mädchen, Schwule Mädchen, schwule Mädchen, deiner Stadt. Schwule, schwule Mädchen, wir sind schwule Mädchen. Wir sind hier, weil wir wussten, dass Not der Mann war. Schwule Mädchen, Propaganda, so ein Opa. Hammer bringt sogar Großstadt, Punk durcheinander. Wir sind wieder vom Gegenteil. Wir zählen bis drei, wir wollen euch bewegen, weil auf jeden Fall gut fürs Seelenheil. Und als Nebenfall gehen wir steil. In der Nachbarschaft. Leute, macht da Kraft! Lass am Mikro stehen, bis der Tag erwacht! Also seid ihr dabei, wenn der Beat losgeht! Hamburg! Wenn der Beat losgeht! Schwule Mädchen, Sondereinheit! Schwule Mädchen, kein Feind! Schwule Mädchen, an jeder Ecke! Schwule Mädchen! Wenn das schwule Mädchen durch Hamburg geht, dann bleiben die Leute einen Augenblick lang ruhig stehen. Sie sehen uns an, warten, was passiert, bis sie wissen, es ist Zeit, dass wir zusammen durchdrehen. Durchdrehen, 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 durchdrehen.
90% gut gefallen. Hat euch der Abend zu 90% gut gefallen. Hat euch der Abend zu 95% gut gefallen. Hat euch der Abend zu 99% gut gefallen. Hey, mir übrigens auch. 99%. Auf wie soll das? Mir hat es 100 gefallen. Wo ist das, was ist mit dem 1%? Das klären wir nachher, finde ich. Nö, wieso? Das nachher? Nee, das ist jetzt ein Tick zu privat. Wie, was denn? Was ja, ist los? Was ist los? Das machen wir in der Nachbesprechung. Wir gucken uns das nochmal im Fernsehen an. Sehr schön. Ich meine, ey, noch ist der Abend nicht zu Ende. Also ich meine, jetzt kommt dann das Also ich habe zum Beispiel vorhin, was soll das alles sein, habe ich ein falsches Wort gesungen. Ja, gut. Ja. Das ist ja nicht so ein halbes Prozent. Das ist ja nicht so schlimm. Und das andere halbes Prozent gesagt, geht mir auf deine Kappe. Ich habe gesagt, sing mir mit, statt sing mit mir. Wieso ja? Geht das auf meine Kappe? Weil du wieder den komischen Tanzmove gemacht hast. Hier dieses was? Hast du ja beim Tanzen irgendwas, nicht? So, ich weiß auch nicht, dann knickt dann eines Bein so komisch. Ey, sag mal, Dr. Lenz, ich glaube, bei dir hakt's aus, oder was? Wir stehen hier in Hamburg vor, sag mal, gut und gerne 13.000 Leuten. Und du? Hamburg, das, mal ehrlich. Das ist mein Tanzstil. Nee. Ich kann das gut verstehen, ich hab's auch gesehen. Ja, du auch noch? Ich muss sagen, nee, das sah komisch aus. Ich hab die Schnauze. Ich hab dir gesagt, wir klären das nachher. Halt dich zurück, Boris, sei nicht sauer. Oha. Oha. Was kommt jetzt? Jetzt mal aufgemerkt, Hamburg. Hab keine Angst, der tut nichts. Oh! Okay. Nicht schlecht. Jetzt fairerweise. Go Boris, go Boris, go, go, go Boris, go Boris, go Boris, go, go, go Boris. Was ist denn jetzt mit dir los? Go Björn! Go Björn! Go, go Björn! Go, go, go Björn! Go Björn! Go, go Björn! Go, go, go Björn! Go Martin! Go, go, go Martin! Go, go, go Martin! Go Martin! Go Martin! Yeah! Go Finger! Go Finger! Go! Go, go sing it, go sing it, go sing it, go, go, go sing it, go sing it, go sing it, go, go, go sing it, go sing it, go sing it, go, go, go. Amen, 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 amen. Vielen Dank. Du kannst gleich vorne bleiben. Nee, ich habe ja jetzt keine Plattenspieler mehr, scheiße. Ich mach das für dich. Nee, Moment, wenn, kann, was, wenn er keinen Bock mehr auf Scratchen hat, ich mach das. Ich hab, Hamburg, wir machen Björn und ich machen uns Sorgen. Ja. Dr. Renz steht hinter dem DJ-Pult. Wir haben jetzt DJ Pauli hier vorne. Ich fange jetzt an zu rappen. Okay. Was? Gibt's doch nicht. Ah, jetzt habe ich ein Mikro, ne? Ich grüße meine Familie. Alle Musiker, mach die Musiker! Alle, die Musiker! Oh, Achtung!
falschen Freunde. Wir gehen in die falschen Clubs und mögen nur die falschen Leute. Die falsche Meinung, die falsche Kleidung, falsche Entscheidung. Das scheiß genau, scheiß genau, scheiß genau. Alles begann damals im Kreißsaal, die ganze Welt ohne ein Lifestyle. Das ist im Namen ein großer Scheißfall. Ohne den Style gibt es leider kein Beifall. Mir war das Ganze damals ziemlich egal, an mir erstmal umgetreten und eine Runde gepennt. Ja. Hätte ich wirklich nicht machen sollen, eine Zeit, den verpasse ich zu 100%. Nimmst du nie weg. Wieso das so ist, das weiß hier keiner so genau. Na, früher dachte ich auch, ich wäre auf einer Mondenschau. Schau, wollte sein wie die, damals hielt ich das für schlau. Schlau, dachte natürlich nie, doch ich wünschte mir geht's gut. Ich war sexuell chronisch unterfordert, hielt Fußball für den komischen Sport. Au. Erhielt ich dafür einen Platzverweis. Hat ich dann verstanden, was auch sei, sei. Die coolen Kinder aus einer verschaffenen Band. E-Gitarre, Bass und Schlagzeug. Da mach ich mich davor, lerne ich erst ein Instrument. Denn ich weiß genau, das passt zu euch. Und dann würde sich der Quatsch hier lohnen. Sie tun leider immer weiter, man ist Fax zu schon. Laut, aber harmlos, wie Plattenbaton. Wie die Mode sind alone, immer sagt der Mond. Wir hören die falschen Songs und haben auch die falschen Freunde. Wir gehen in die falschen Clubs und mögen nur die falschen Leute. Die falsche Meinung, die falsche Kleidung, falsche Entscheidung. Da scheiß mit drauf, scheiß mit drauf, scheiß mit drauf. Dies hört nicht immer Walkman, weil die Leute um mich rum meinen Musikgeschmack nicht mochten. Waves of Gentleman, when it's low, weil überall guck mich auf mit meinem Mädels Look. Alles was ich wollte, wollte, war nackte Frauen, eine feste Freundin, um mir ein T-Shirt hochzuheben. Alles was ich fand, war das nackte Grau. Eine feste Klammer von Keyboard und Beat. Ich war jedes Mal der Megastar in meinen neuen Sachen von C&R. Ich hatte keine Gang und keine Crew, keine Müsemen, kein Rendezvous. Ich wär so gern in Bars mit Fernsehstars, schlürf und Shampoos auf der Vernissage. Das Teil im Glas, was für der war Spaß. Von Boy, alle wissen gern wie war's. Wir hören die falschen Songs und haben auch die falschen Freunde. Sonst mögen nur die falschen Leute. Die falsche Meinung, die falsche Kleidung, falsche Entscheidung. Da scheiß mir drauf, scheiß mir drauf, ja, scheiß mir drauf. War ich uncool, weil ich Hip-Hopper war. Später war ich dann ein uncooler Hip-Hopper. Ja, ja, wer das Leben nicht schön, bin ich so ein geiler Typ. Wer bin allen drum und dran in Designer-Streetwear. Da geht leider nichts, kann ich so tun, als ob es ist. Ich bin kein Blumenpott. Wir kommen aus Altenberg, Hinneberg, Schenefeld. Das war alle Liebe, wenn du mal sehen willst. Alle grauen Mäuschen, alle Streberleichen und Pickelfresse. Hässliches Endleu, alle Linkshänder, alle Bettnässer und dicke Mädchen. DJ Pauli, Finkenauer, Himmel, Patrick Wada, Arme Banane, mit Dr. Rex, Jan de Tom und König Boris. Wir hören die falschen Songs und haben auch die falschen Freunde. Wir gehen in die falschen Clubs und mögen nur die falschen Leute. Die falsche Meinung, die falsche Kleidung, falsche Entscheidung, da scheiß mir drauf, scheiß mir drauf, scheiß mir drauf. Wir hören die falschen Songs und haben auch die falschen Freunde. Wir gehen in die falschen Clubs und mögen nur die falschen Leute. Die falsche, die falsche, falsche Entscheidung. Genau so, Hamburg, vielen Dank! Das war ein ganz fantastischer Abend hier. Ich habe mir in die Hose gemacht. Bis zum nächsten Mal. Vielen herzlichen Dank. Hamburg. Ihr seid eine Wahnsinnsstadt. Für danke sehr. Ja. Tschüss. Tschüss.
some brothers don't. Jasmin, aus heutiger Perspektive. Bist du wohl so etwas wie meine erste Liebe? Nicht einfach nur süß, eher etwas mysteriös. Und hast du mich gegrüßt, wurde ich stets ein bisschen nervös. Wir sahen dich auf dem Raucherhof mit deinen älteren Freunden, die sich über deine Witze totlachten, während wir die Gelegenheit selten versäumten, dich zu beobachten. Dann kamst du in unsere Klasse und wurdest die Heldin erneut. Denn als der Rest gestiegen hatte, saß du da in deiner lichtgrünen Bomberjacke. Gab's dem Kontra, dem Monster Mathe, seiner konservativen Kacke. Jasmin, weißt du noch deine Sommertags? Alle waren baden im Baggersee, dann gab's einen Donnerschlag. Doch als ich schnell nach Hause wollte, fehlte mein Hollandrad. Ein Diebstahl wie Gold zu kostbar, so stolz wie Oscar. Ich auf deinem Gepäckträger und in dich war jeder verliebt. Ich meine echt jeder. Jasmin, aus Haus Nummer 16a. Kommt mir vor, als ob es gestern war. Heute sag ich dir zum ersten Mal, was mir immer schon im Herzen lag. Hast du alle Nachtsfrieden? Jasmin, du in unsere Klasse kamst, sah das mein Herz erweicht. Du warst so wunderschön und du rauchst an Erdbeereis. Leider dachtest du, ich hätte das als Scherz gemeint. Dabei wollte ich Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Jasmin, auf dir waren alle Jungs der Klasse verrückt. Keine Frage machen, du warst echt der Superstar. Und eines Tages, dann traf sich zum ersten Mal unser Blick. Und ich habe mich gefragt, ob das wohl Zufall war. Du warst die Einzige, die Wein oder Kind kriegt. Ich wurde zufall dein rosa Lippenstift. Egal was war, du bist immer so cool geblieben. Und ich habe deinen Namen am Schulklo geschrieben. Jasmin, du bist die Queen, hab ich geschrieben. Denn mehr würde ich nicht. Jasmin, Jasmin, bei dir wurden sogar die Knie vom Leerkörper tadeln. Für dich war ich zum ersten Mal völlig brav. Das hat mir dann zwei Tage lang höllisch nach. Für dich hab ich zum ersten Mal zwei kurze geklaut. Deinen Wegen hab ich auch meinen Durchschnitt versaut. Doch das war mir egal, denn ich hatte dich lieb. Für dich blieb ich sogar bei Physik und Mathematik. Und dein Foto, das Singen an der Wand, das wie hätte ich mir gern die Finger verbrannt. Jetzt yes. Aus Haus Nummer 16 ab. Komm, so ist gestern war. Jasmin, heute sag ich dir zum ersten Mal, was mir immer schon am Herzen lag. Hast du nie gemerkt, von uns war jeder in dich verliebt? Erinnerst du dich an die Klassenreise St. Peter? Du hattest damals massenweise Fahrräder. Jasmin, ich war einer von ihnen, wollte in deiner Nähe sein, schlich nachts über den Gang im Ferienheim. Ich hatte es auf dich abgesehen, das stimmt. Du hast mich selten eines Blickes gewürdigt. Dann am letzten Abend die Engtas-Party. Wir waren uns nie so nah wie bei Terence und Darby. Wish me love, a wishing well, to kiss and tell. Nur das Ende kam ein bisschen zu schnell. War das ein Wunschdenken oder zu viel Küssen? Nee, Ben, Jasmin, darf ich dir ein Tape aufnehmen? Mit Songs, da wird dir das Herz aufgehen. Ich bin mir fast sicher, du wirst draufstehen. Ich bin mir sicher, du wirst draufstehen. Und so saß ich blöde Jahren vom Kassettenrekorder. Vom eigenen Größen waren so komplett überfordert. Jasmin, ganz egal, was ich niederschrieb, nichts war so schön wie das Tape, als mein Liebeslied. Ob eine wie du es versteht, versteht. Wenn ein Song dir etwas verrät, verrät. Dich zu fragen wäre ein bisschen zu spät. Ich glaube, du machtest damals das Tape. Jasmin, aus Haus Nummer 16 war ein Wunsch, ob es gestern war. Schade, dass man dich in dieser Gegend hier nicht mehr sieht. Jasmin, heute sag ich dir zum ersten Mal, was mir immer schon am Herzen lag. Well,
Meine Damen und Herren, DJ Dr. Markus Pauli! Ein großer Applaus für diesen Mann! Oh, danke. Pauli. Martin. Ich bin sehr froh, dass du bei uns bist. Was Hamburg nicht sehen auch kann. Auch wenn du nur wenige Wörter reden kannst. Ich weiß nicht, was ich darauf sagen soll. Musst du nicht. Danke. Der ist festgekettet unten am Tisch. Moment mal, bevor das nächste Lied anfängt, ja, möchte ich meinen alten Kumpel, Hector Dons, Rockwell-Dance zu mir bitten. Boris, mach weiter. Ja? Übernimm. Ich übernehme. Meine Damen und Herren, ein Mann, den ihr schon öfter auf der Bühne heute Abend gesehen habt, ein großer Moment für ihn, das ist Arne Banane und ich möchte, dass sie ihm einen Applaus gibt, dass er sich sein Leben lang daran erinnern wird, hier heute Abend auf der Bühne gestanden zu haben. Ich glaube, das tut ihm gut. Das macht, dass sein Penis wächst, obwohl er das wirklich absolut nicht nötig hat. Stichwort. Aber das ist nicht alles, was er kann. Er kann auch Gitarre spielen und zufällig hat er eine dabei. Er wird ein wenig Blues spielen für euch, denn den hat er erfunden. Meine Damen und Herren, it goes a little something like this. Manche nennen mich den Weltraum-Cowboy. Yeah. Die anderen nennen mich den Gangster der Liebe. Wiederum andere nennen mich. Denn ich sah, denn er sagt, wie die Dinge nicht sind. Leute reden über mich, Baby. Baby. Sag, ich tu dir weh, tu dir weh. Nur mach dir keine Sorgen. Oh nein, 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 nein. Weil ich ohne dich nicht gehe. Denn ich bin ein Großer, ich bin Spinner. Ich häng das Poster an dein Zimmer. Meine Lieder hört man laut. Ich bin Großer, ich bin Penner in aller Herren Länder, weil sich sonst wieder keiner traut. Bist die schönste Frau, die ich jemals sah. Nur du und ich zusammen, meinst du, geh das klar? Schau mir, Baby, ich zeig dir eine super Zeit. Ich bin ein Großer, ich bin Spinner. Ich häng das Poster in dein Zimmer. Meine Lieder hört man laut. Ich bin Großer, ich bin Penner. In aller Herren Länder. Weiß ich sonst wieder keiner Zeit. Die Leute reden immer noch über mich, Baby. Sagen, ich tu dir weh, tu dir weh. Doch mach dir keine Sorgen, Mama. Oh nein, 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 weil ich ohne dich nirgendwo hingehe. Und eure Hände bitte! Rosa, ich bin Spinner. Ich häng euch Poster an dein Zimmer. Meine Lieder hört man laut. Ich bin Großer, ich bin Penner in aller Herren Länder. Mal seh's uns wieder keiner traut. Ich bin Großer, ich bin Spinner. Ich häng das Poster in dein Zimmer. Meine Lieder hört man laut. Ich bin Raucher. Ich bin Penner, bin Deutschlands reichster Rentner. Weiß ich sonst wieder keiner Traum. Dankeschön, Hamburg.
E-Mail kennt ihr mittlerweile. Das Ding ist, ich kann nicht so besonders gut singen, aber ich tue so. Und wenn ich hier mach, dann ist das fast an der Grenze des Machbaren für mich. Ich schaffe höchstens noch. E-Mail, was habe ich dir getan? Warum muss das sein, E-Mail? Naja, ich bin das einzige Mädchen hier. Ich muss ein bisschen zeigen, was die Mädchen hier können, ne? Da hast du natürlich recht. Und ich habe lange überlegt, wir haben den letzten Abend hier heute auf unserer Tür, ich habe lange überlegt, wie ich mich dafür rächen kann. Und das Schlimmste, was mir eingefallen ist, E-Mail, bitte, mach, was du willst. Ich gehe nach hinten. Ich habe die Schnauze voll. Bitte, E-Mail. Mal gucken, was du erlebst. Jetzt musst du improvisieren. Ich würde mir wünschen, wenn ihr auch mitkommt. Aber Jungs, okay, ihr müsst mir helfen. Ich bin dabei. Ja, nee, jetzt alle anderen auch, oder was? Heute rein. Das könnt ihr doch nicht machen. Boris, traut euch nur, weil das der letzte Abend ist. Ich glaube, jetzt kommt an der Nordseeküste. Okay. Oha. Alright, ihr seht gut aus, Jungs. Ein Spektrum. Super. Meuterei auch mit Pauli. Meuterei mit Pauli. Okay. Alright. Okay. Love don't come easy. It's a pain of living to you, can't you?
Tschüss! Vielen, vielen herzlichen Dank! Bis bald! Fettes Brot live aus der Colorline Arena in Hamburg. Hier ist mittlerweile eine Stimmung wie im Fußballstadion. Und jetzt mal ernsthaft, das kann es ja nun wirklich nicht gewesen sein, Background-Sänger, und sich dann verabschieden. Nein, garantiert nicht. Es fehlen ja noch etliche Kracher. Ein paar Leute singen hier schon so ein bisschen Nordisch by Nature zum Beispiel. Und es sind ja noch ein paar in petto, die sie haben. Also ich gehe mal schwer davon aus, es geht weiter. Ich gebe einfach nochmal runter an die Bühne. Weiß eben nicht, und somit sind sie sozusagen eine Zwickmühle. Das ist auch der Grund, warum ich mich vom Schicksal gefickt fühle. Warum war denn die schönste Frau zu Frau? Mit dem schönsten Körperbau, ist sie schlau? Genau, steigen die Tränen in die Augen, wenn man sieht, was mit mir passiert und was mit mir geschieht. Es erscheinen Engelchen und Teufelchen an meiner Schulter. Engel links, Teufel rechts. Nimm dir die Frau, sie will es doch auch. Ganz merkst
nehmen und du mal gute Freunde brauchst. Halt, hier bin ich nicht, schreibe Engel von der Linken. Weißt du nicht, dass sowas scheiße ist und Lügner stinkt? Oh oh, und so streiten sich die beiden um mein Gewissen. Nun ob ich es glaub oder nicht, mir geht es echt beschissen. Nähern sich der Teufel und der Engel anschreien. Entscheide ich mich für ja, nein, ich mein. Yeah, 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 yeah. Soll ich's wirklich machen oder lass ich lieber sein? Yeah. Soll ich's wirklich machen oder lass ich's lieber sein? Ich schätze, jetzt bin ich der Solist in unserem starken Chor. Ich mach hier nur noch meine Strophe fertig, pack meine sieben Sachen sack und dann werde ich mich zu meiner Freunde begegnen, wenn man ehrlich gesteht. Sind solche netten, ruhigen Namen eher spärlich gesehen. Aha, ich glaube, du bist eingeladen auf das Beste aller Feste, auf der Gästeliste eingetragen. Und wenn du nicht mitkommst, dann hast du echt was verpasst und im Wunder, das wird fast die Party des Jahrhunderts. Lust hätte ich ja eigentlich schon, oh, es klingelt jetzt das Telefon. Und sie sagt, es wär schön, wenn du bei mir bleibst heute Nacht. Ich dachte, das wär abgemacht und ihr sagt, es wär schön. Und wir sagen, vielen Dank, dass ihr dabei seid heute Nacht. Heute Nacht. Heute Nacht. Heute Nacht. People. Heute Nacht. People. Heute Nacht. People. Heute Nacht. Ich liebe diese Frau. Und deswegen komm ich von der Traufe in den Regen. Na was ist nun Björn Beton? Kommst du mit zu Kollegen Schwein? Ja, nein, ich mein, oder lass ich lieber sein? Yeah, 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 yeah. Soll ich's wirklich machen? Oder lass ich lieber sein? Soll ich's wirklich machen? Oder lass ich lieber sein? Soll ich's wirklich machen? Oder lass ich lieber sein? Soll ich's wirklich machen? Oder lass ich lieber sein? Soll ich's wirklich machen? Oder lass ich's lieber sein? Soll ich's wirklich machen? Oder lass ich's lieber sein? Soll ich's wirklich machen? Oder lass ich's lieber sein? Soll ich's wirklich machen? Oder nein? Muss sein. Hamburg, vielen Dank. Meine Damen und Herren, wir möchten jetzt einen alten Freund nach vorne bitten, den wir erst kürzlich kennengelernt haben. Ich möchte, dass ihr ihn mit einem warmen Applaus begrüßt. Meine Damen und Herren, Patrick Wader! Patrick Wader! Wo kommst du her? Wir haben das abgesprochen, dass das auf dem Rücken singt. Wo kommst du her? Ich komme aus der Schweiz. Ja, das war mir zu hochdeutsch. Wer hat's erfunden? Die Schweizer. Mein, also den ersten Afro-Schweizer, den ich persönlich kennengelernt habe, meine Damen und Herren. Der in Hamburg lebt. Der in Hamburg lebt. Ich erinnere mich, im Stadtpark habe ich den Hamburgern noch versprochen, dass du eventuell irgendwie diese schöne Stadt ziehen würdest. Und jetzt hat's geklappt. Und? Wie ist es? Bis jetzt? Ja. Kalt. Aber schön. Richtig. Ich spiel mal was auf meiner Trompete. Okay. Chica, ey, 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 chica,
Chica Bonita. Ich stehe jetzt seit Jahren auf der Bühne, kicke Salz und mach Scherze vor jubelnden Mengen. Dir sind meine Witze meistens einfach nur peinlich. Dreh dich weg und tust so, als würdest du mich nicht kennen. Oder das hier wirklich, ich check's nicht. Wenn du nicht schlafen kannst und du wächst mich, ist ja im Grunde genommen wirklich alles okay. Nur nicht, wenn samstags morgens um 6 ist. Du bist ohne Mittagsschlaf schwer zu ertragen. Schlechte Laune und nervige Fragen. Warum so ist, das ist sehr schwer zu sagen. Doch ich wollte dich wirklich gerne mal fragen. Denn Baby, du machst Dinge, die ich echt nicht kapier. Zum Beispiel sagtest du gestern zu mir: Guck mal da drüben, die Blonde im Auto, die passt doch wirklich viel besser zu dir. Vieles, was mir wichtig ist, ist für dich Nebensache. Doch ist dir kalt, komm her, Baby, ich geb dir meine Trainingsjacke. Glaub mir, dass ich sage, sonst verlieb mich jeden Tag aufs Neue in dich und deine Marotten. Baby, was für ein Abenteuer, auch wenn's gerade mal nicht läuft und uns kann keiner mehr stoppen. Oh Mann, so lange sind wir schon zusammen. Hey! Und wissen ganz genau, wie einander auf die Palme bringen. Oh, yeah. Am Anfang geht es nur um eine ganz kleine Sache. Im nächsten Augenblick geht es sofort und weitermachen. Oh, yeah. Fuchsmäuschen, still dann wieder. Fuchsteufel, Twist, du sagst, dass ich meine Instrumente snap. Eines Tages willst du meinen Zelt aus dem Fenster werfen. Ich war mein Schatz, wir kriegen das hin. Ich glaub daran, ganz tief in mir drin. Und es hält vielleicht für immer. Von mir aus hol dir ruhig dein Ketchup zum Candlelight-Dinner. Trotz 100.000 kleinen Reibereien möchte ich nicht lieber eins, aber nur beide sein. Denn ich find dich entzückend jedes Mal, wenn du sagst, dass du den Herbst lieber als den Sommer machst. That du mir lebst für mich, that du wohnst, that du mir lebst für mich. Komm wieder nach, komm wieder nach. Glaub mir, dass ich sage es euch, verlieb mich jeden Tag aufs Neue in dich und deine Marotten. Baby, was für ein Abenteuer, auch wenn's gerade mal nicht läuft. Und uns kann keiner mehr stoppen. Dass ich dich hab, weiß ich zu schätzen. Keine Angst, ich werd schon nichts verpetzen. Stell nur gerade wieder fest mit den Sätzen. Ich habe über die Jahre die besten Marotten fast schon vergessen. Oh, no. Warte mal, ich weiß doch was, rate mal. Ich starte mal mit nem Paradefall. Oh, abends seh ich deine Socken auf dem Sofa liegen. Aber wo ist meine Schokolade? Schoggi, Schoggi! Du so schnell aus verbringst deine Freizeit im Baumarkt. Mich verwirrt deine seltsame Art. Du trinkst beim Essen nix, doch Kasten selten am Tag. Ging es nach dir, gebe ständig Spaghetti. Oh yeah, und genau das ist der Grund. Was sagt der Harry zu Sally? Du bist nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung. Teilst du mich auch manches Mal in den Wahnsinn? Wenn du dort auf mich wartest, will ich genau dahin. Glaub mir, dass ich sage es euch, verlieb mich jeden Tag aufs Neue in dich und deine Marotten. Baby, was für ein Abenteuer, auch wenn's gerade mal nicht läuft und uns kann keiner mehr stoppen. Jetzt bring sie zum Schmelzen, Alter. Ich weiß nicht, wie es sagen soll. Ich weiß nur, du bist wundervoll. Ich weiß nicht, wie es sagen soll. Genauso wie es haben soll. Ich weiß nicht, wie es sagen soll. Ich weiß nur, du bist wundervoll. Ich weiß nicht, wie es sagen soll. Genauso wie es haben wollte. Fettes Brot, live aus Hamburg. Kleine Pickel-Verschnaufpause jetzt und dann geht's weiter mit dem großen Finale. Also unbedingt dranbleiben. Bis gleich. Du bist ein Wunker Schiff, weil die Hände nicht nur Schiff. Aber pass auf, du Schiff, wenn wir nicht auf die Schiffe. Norisch, 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 Norisch. Lieben wir die Schiffe, das Meer und den Hafen. Wir lieben schnelle Party bei der Menschheit. Die Glocken für den Hamburger. Du kommst voll, wenn ich hilf uns bringe, von Hamburg sing. Und kühles Blondes und auf die Schnelle, dann ist es nicht gerettet. Schuss eine Menge, wusste, dass er Nord-Rock
und habe dein Garnierjagen Gott hier richtig. Heute ist Disco-Zeit, weil alles nur Disco schreit. Und der Fall hat gewinnt, dass du vorne der Held ja. Nordisch makes me feel good. Nordisch, 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 Nordisch. Liebes Hamburg, vielen Dank für diesen fantastischen Abend. Wir wünschen euch ein fröhliches Weihnachtsfest. Und guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut nach Hause, schön, dass ihr da wart. Das war ein wundervoller Abend mit euch. Dankeschön, Hamburg, das vergessen wir nie. Und okay, dann, Sie können die Simulation jetzt abbrechen. Ein riesigen Applaus für die Leute, die alle mit dabei waren. Samakils, Faiz, Sampauli, Smudo, alle, wie sie da waren. Macht mal klar. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und unsere großartige Band. Auf Wiedersehen. Gott, war das schön. Fettes Brot live aus Hamburg, aus der Colorline Arena, vor 13.000 begeisterten Leuten. Und gleich haben wir ein paar der Protagonisten natürlich hier stehen. Die Brot werden nochmal hochkommen. Marc von Wir sind Helden, Smudo wahrscheinlich auch. Also bleibt unbedingt dran. Und jetzt gibt es direkt einen der größten Abräumer des heutigen Konzerts. Hier sind Fettes Brot mit Emanuela. You never walk alone, singen sie ja alle noch. Es war wie gestern im Stadion, im Millerntor. Und bei mir jetzt Marc von Wir sind Helden. Du warst ja auch auf der Bühne, aber erstmal, wie fandest du es heute Abend? Ich fand es sehr groß, sehr beeindruckend und sehr bunt. Heinz Strunk, unglaublich gut. Genau der richtige Mann. Wirklich genau der richtige Mann. Es war wirklich so ein unglaubliches Potpourri heute. Also Sänger, Rapper, Entertainer. Ihr habt sogar gerappt. Naja, also man tut, was man kann. Wir sind ja keine Rapper, aber wenn wir schon mal bei Fettes Brot sind und Fettes Brot so ein bisschen supporten dürfen, dann auch mit ein bisschen Rap. Wie hat sich das ergeben? Wie lange kennt ihr euch schon? War das irgendwie sofort klar, dass ihr da mit von der Partie seid? Die Leute von Fettes Brot kennen wir jetzt seit 3 Jahren. Und weil ich in Hamburg lebe, sind wir uns öfter mal einen Weg gelaufen. Und Fettes Brot ist eine Band, die sehr schnell auf neue Bands zugekommen ist und zukommt. Davon haben wir auch profitiert. Wir haben sie nett und schnell kennengelernt. Und mittlerweile ist es so, dass sie uns tatsächlich bei sowas auch fragen. Das hat uns sehr gefreut. Wie hast du dich denn gefühlt so mit dieser Nummer dann auf der Bühne? Das ist ja auch für euch eine ganz andere Situation gewesen. Ihr wart ja letzte Woche erst selbst hier, wenn du das mal vergleichst. Also ich habe mich erstmal gefühlt wie im falschen Hemd. Aber das Publikum hat einem so das Gefühl gegeben, dass das Hemd schon passt, dass es okay ist. Jean und ich haben relativ spontan das mit dem Weihnachtslied und das mit dem Rap überlegt. Wir hatten ganz schön Schiss, aber es hat funktioniert, glaube ich. Ja, hat, glaube ich, beruhigen. Es hat wie sau funktioniert. Ja. Und wenn du jetzt den Rest des Konzertes so betrachtest, was waren so deine persönlichen Highlights heute Abend? Heute Abend? Ich fand den Computer Freak sehr gut, Heinz Strunk. Ich fand Jein sehr gut. Ich fand alles gut. Es ist extrem salomonisch und langweilig, wenn ich das sage. Aber ich habe, sagen wir mal so, nichts gesehen, was mich gelangweilt hat. Nette Jungs, Fettes Brot,
war natürlich der Highlight-Ball am längsten und die beste Show und weil sie es einfach gut meinen mit uns. Also ich habe mich so gefühlt, also als hätte ich fast mal vor Freude heulen müssen, weil man gemerkt hat, wie viel Liebe hier im Wald beruht ist. Ja. Wie Liebe, also, ja. Von den Zuschauern für die Band und umgekehrt. Und es war wirklich ein ganz, ganz großartiger Abend. Fand ich auch. Sehr viel Liebe. Und so viele Menschen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann hinter uns. Ja, sie gehen langsam, das hat man gesehen im Fernsehen. Richtig voll. Richtig viele. Ja, Marc, dann erstmal dir vielen Dank. Wir machen jetzt hier nochmal eine kurze Pause und dann erwarten wir auch noch viele andere Leute, die heute auf der Bühne standen. Smudo zum Beispiel und die Helden schlechthin des heutigen Abends, Fettes Brot. Bis gleich. Willkommen zurück bei MTV Live. Langsam leert sich hier das weite Rund. Aber es dauert ähnlich lange wie gestern am Millerntor und so ähnlich war auch die Stimmung heute. Und bei mir jetzt Smudo Copperfield. Darf ich sagen? Ja, vielen Dank, Herr Kraft. Sensationell. Das habe ich mir immer schon mal gewünscht, vor so viel Publikum so einen billigen Trick machen zu dürfen, aber hat Spaß gemacht. Ich habe trotzdem lange überlegt, wie macht er das? Ja, also wenn ich ganz ehrlich bin, es ist das Fettes Brot-Team, welches mir diesen Trick beigebracht hat. Die Herren haben ja sich für diesen lustiges Vorprogramm ja an allerhand Tricks und Ideen bedient, an Herrn Strung beispielsweise, habe ich, glaube ich, Lust hab mitzumachen. Und ursprünglich war die Idee, dass ich von einem Messerwerfer beworfen werde. Schlechte das mir viel Idee. Besser gefallen hätte, aber leider alles technische Tricks, das Gerät wurde nicht fertig gebaut. Der Bauer des Messerwerfgerätes ist leider erkrankt und dann ist es eben Bierball geblieben. Mist. Ja, verdammt, aber hey, was will man machen? Selbstverständlich stehe ich für die Kollegen für das Brot jederzeit parat. Ich denke, du hast dich trotz keiner Messerwerfereien trotzdem prächtig amüsiert heute Total, Abend. Ja, sehr. Vor einem Jahr habt ihr selbst hier gespielt, mal so ein kleiner Vergleichstest. Ja, das stimmt. Es ist sehr interessant zu sehen. Sonst habe ich ein bisschen nur von der Bühne aus gesehen, wie eine Band in dieser Form, dieser Konstellation, eine deutschsprachige Hip-Hop-Band, in einer Zehntausender-Halle rockt. Es war sehr interessant anzugucken. Ich fand es gut. Habt ihr was lernen können? Hast du für dich was gelernt? Nö, ich habe es nicht zum Lernen angeguckt. Ich bin da dran, also obwohl es mir schwerfällt, dann zu denken, ich bin nicht auf der Arbeit, habe ich mich freizeitmäßig amüsiert. Zwei Bierchen getrunken, Spaß gehabt. Es hat mir sehr gefallen, dass Heinz Strunk mein Lieblingssong von ihm, Computerfreak, gesungen hat. Ein fantastischer Titel. Und dann war ich gleich richtig eingestimmt. Interessant zu sehen, dass, doch stimmt, interessant fand ich zu sehen, dass Knowledge by Nature gebastard-mixed wurde mit richtig, Ghostbusters. Ja. Und ich bin gerade selber vor zwei Tagen von unserer eigenen Tour gekommen, da haben wir auch solche Sachen gemacht. Beyoncé, Noggles oder Chemical Brothers eingebaut. Aber dass hier zu Ghostbusters gegriffen wird, ist für mich als Kind der 80er ein großes Fest gewesen. Fand ich auch recht schmissig. Und ansonsten deine Highlights aus dem Konzert heute? Highlights, ganz klar Ghostbusters. Und das Intro finde ich super, diesen ersten Song mit den, ach Gott, wie reimt sich das da, reimt sich nochmal irgendwie, die heißesten, Frauenzimmer, hier sieht es aus wie immer mit den Frauenzimmern, ich krieg's nicht mehr zusammen. Das ist einer meiner Lieblings-Intro-Songs. Wir haben mit Fettes Brot gemeinsam dieses Jahr auf einem Fanta für und Freunde-Festival in Stuttgart richtig gespielt. Dort durfte ich den schon mal bewundern. Und dann kommt auch gleich mein zweites Highlight. Ich finde diesen Knallereffekt mit den Tröten. Der ist der Hammer, darf man im Stadion leider nicht mehr. Ja, deswegen wird es Zeit. Ich finde, dass der Raum ja ein bisschen zu groß war für diese Tröten. Ein Festival mit 5000 Leuten, bis dahin geht das noch. Mehr geschmettert. Dann lassen wir es jetzt im Fernsehen schmettern. Geht weiter mit dem Clip. Auch einer der Abräumer heute Abend. Da hat er so schön gesungen, der Pascal, an Tagen wie dieser hier sind Fettes Brot. Moin, moin. Und hier sind sie in echt. Die Helden des heutigen Abends. Ja, immer noch voller Adrenalin. Seid ihr noch voller Adrenalin? Ja, ich glaube, das werden wir noch die nächsten zwei Wochen haben, das Adrenalin. Wie lange wird man brauchen, bis man runterkommt? Oder kann man es überhaupt schon glauben, dass es vorbei ist? Ehrlich gesagt, Weihnachten und Silvester können wir komplett vergessen. Wir laufen rum wie Kindergartenkinder und sind nicht zu stoppen, wie aufgezogen. Kennst du dieses Geräusch, was früher Radiosender hatten, die nicht richtig eingestellt sind? So sind wir gerade. Ja, ganz anders auf der Frequenz, ja. Oh je. Ja, es ist ja so diese klassische Situation. So müssen sich auch gestern die Jungs von Pauli gefühlt haben. So nach dem Spiel kommt der erste Reporter an. Wie fühlen sie sich jetzt? Und man kann nichts drauf sagen, oder? Nicht wirklich. Also das sind so heftige Eindrücke. Da muss man, glaube ich, erstmal ein, zwei Nächte drüber schlafen. Aber es war
absoluter Hammer. Wir haben uns persönlich sehr darüber gefreut, dass die Vorabshow so gut gelaufen ist, weil da, also da haben wir sehr lange dran rumgebastelt und gebetet, dass das so funktioniert. Und mit dem fantastischen Heinz Strunk hat das natürlich extrem gut geklappt. Hey, wir waren noch gar nicht dabei, also wir standen noch im Stau. Ach so, stimmt. Hat man es gemerkt? Nö. Nö, also ich wollte auch gerade fragen, ob ihr auch eine Live-Übertragung aus dem Auditorium, also aus der Arena hier, in euren Transporter hattet. Nee, also das war ja zugeschneit auch und deswegen waren die Übertragungen sehr, sehr schlecht. Miserabel. Aber ich kann euch sagen, es hat fantastisch funktioniert hier in der Halle. Also die haben einen riesen Job gemacht, eure Vertreter hier. Ist ja auch toll, wenn man solche Freunde hat, die dann auch alle mal so da sind. Nee, wir kannten die ja vorher alle gar nicht. Wir haben die erst ganz kurzfristig eingeladen. Und nee, das war tatsächlich ziemlich schön, dass sie alle zugesagt haben. Und dass der Zaubertrick geklappt hat, hat mich persönlich am meisten gefreut. Man hat mir das erzählt, dass es geklappt hat. Ja, ich war platt. Ich habe mich gefragt, so wie hat Smudo Copperfield das gemacht? Echt? Auf jeden Fall, mich hat persönlich sehr gefreut, dass Far East Band heute da war. Das war irgendwie ein Riesenspaß. Wir waren vorher extra in Berlin, haben es ein bisschen geprobt irgendwie und es war astrein. Es war total geil einfach. Super Band, macht total Spaß. Ich weiß nicht, ich kann es ja jetzt schon mal verraten, die werden ja nächstes Jahr voraussichtlich eine Platte rausbringen und da wollen wir auch dabei sein, unbedingt. Tolle Band. Sehr gute Idee und auch ein schöner Dank zurück dann. Ich glaube, wir sind jetzt auch hier soweit, uns mal zusammen ein Highlight eures Konzerts anzuschauen. Erstmal so, wie waren die Highlights so für euch gesät? Also so jetzt, wenn ihr jetzt nochmal zurückguckt auf die letzten, naja, 3 Stunden. Also das erste Highlight war wirklich, wir saßen, ich meine, ich kann es jetzt auflösen, wir standen nicht wirklich im Stau, sondern wir haben so getan, als ob, okay. Für den Letzten, der es jetzt noch nicht gemerkt hat, wir saßen in der Kabine, hatten MTV an und haben geguckt und das war schon mal das erste Highlight, was natürlich nicht so gesund für unseren Adrenalinspiegel war, da jetzt auch nochmal am Fernseher zuzugucken. Oh. Es regnet Bier, das ist mein zweites Highlight. Ja, das ist doch nett. Ich habe heute nichts getrunken. Da habe ich schon immer von geträumt und ich meine, wenn du auf die Bühne kommst und du guckst in dieser Halle, wo 13.000 Leute sind, das ist, ich weiß nicht genau, also als ich Abitur geschrieben habe, ist mir vor Schreck meine rechte Hand lahm geworden. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Ich hatte nur gehofft, dass meine Stimmbänder durchhalten und mir die Knie nicht wegsacken. Ich glaube, bei dem einen Lied war dein rechtes Stimmband auch ein bisschen eingeschlafen, hatte ich den Eindruck, ich weiß es nicht. Das gehört so, da habe ich nur Bass gespielt. Sehr gut Bass gespielt. Wir gucken jetzt mal rein, wir zäumen das Pferd von hinten auf. Der letzte Track, ihr, live, hier, mit Nordisch by Nature. Oha. Zählt es mal an, König und Nord, es fängt dir nichts mehr, oh, schien egal. Du bist so wunderschön, schlimm, weil die Hände dir nur schlimm. Aber pass auf die Trümpfe, wie der Gottes Himmel. Nordisch, 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 wenn ich hier von springe, von Hamburg singe, sag's an. Kind und kühles Landes, von ab die Schnelle, in einer Finschliege, ey. Schon seine Wecke wusste, dass er Nordrock und damit ein Kanäler jagen kann, wie er richtig. Heute ist Disco-Zeit, weil alles nur Disco schreit. Und der Fall mir hat gegründet, dass ich noch mehr hält, ja. Nordisch makes me feel good. Nordisch, 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 Nordisch. Fettes Brot live aus der Colorline Arena in Hamburg von vor, naja, halbe Stunde oder so. Nordisch by Nature. Jetzt habt ihr es gerade selber im Fernsehen gesehen. Wie sahen die Bilder aus? Wahnsinn, total geil. Ich meine, wir sind direkt, als wir von der Bühne gekommen sind, in die Arme gefallen von ein paar Menschen, die es am Fernseher gesehen haben. Und die haben alle gesagt, das sah fantastisch aus. Und ich muss ihnen recht geben, es sah fantastisch aus im Fernsehen. Und es war auch in echt fantastisch, echt. An dieser Stelle müssen wir auch nochmal einen Dank an MTV loswerden. Also
grandiose Geschichte, dass das so live geklappt hat, ist natürlich herzlichen Dank und bitte besorgt uns Tickets für die Weltmeisterschaft. Das ist der Deal. Also ich meine, das war uns eine große Ehre, dass wir es übertragen durften und insofern, die Tickets sind ganz selbstverständlich. Okay. Ach, logisch. Ich möchte auch nochmal einen großen Dank an unsere Fans loswerden. Ich habe gerade ein paar beobachten können. Wie sind die bitte abgegangen? Was hat man denen gegeben dafür, dass sie das machen? Haben die das freiwillig gemacht, Markus? Ich habe es ja gefragt und sie haben es freiwillig gemacht. Es war so viel Liebe heute in der Halle von euch zu den Fans und zurück, dass Danke. Ich dreimal mindestens fast angefangen habe zu heulen. Und das ist erst... Fremdheulen heißt es. Lass laufen, Markus. Lass einfach nur laufen. Nee, es gab schon wirklich Momente, die waren echt totaler Wahnsinn. Es hat mich so für euch gefreut und... ich kann mich an dieser Stelle nur von euch verabschieden und euch danken für den wirklich wahnsinnigen Abend. Wir haben zu danken. Danke. Danke. Tschüss, Leute. Das war Fettes Brot live aus Hamburg vor 13.000 Leuten. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Musiker, die alles geben. Shows, die dir den Atem rauben. Und Konzerte, die einfach nur steil nach vorne gehen. Bei MTV Live. Live on Stage, live on Tour und vor allem live and kicking.